Freunde, herzlich willkommen auf der Shisha-Messe 2024. Und wo sollte man anders starten als am SWG-Stand? Wir haben wieder unsere Pop-Up-Shisha-Bar. Es gab kleinere Probleme, es gab größere Probleme, aber das Wichtige ist, es gab keine Probleme, die wir nicht gelöst haben. Und jetzt machen wir in schöner alter Manier einen Rundgang über die Shisha-Messe und gucken uns einmal alles an, was hier steht. Also macht euch eine Pfeife an und zieht euch rein, was auf der Shisha-Messe dieses Jahr Neues gibt. So, hier haben wir auf der linken einmal unsere Nachbarn mit spanischen Produkten, einmal Pfeifen und auf der rechten Seite haben wir noch Ginny, die haben ihre Cube-Pfeifen dabei, die Pfeifen, die man schon kennt und natürlich auch den Tabak. Und ich meine, das ist sogar Pfeifentabak, den es da von Ginny gibt. Und auf unserer linken Seite kommen jetzt unsere ukrainischen Freunde von Embury. Die haben sehr fancy Pfeifen, da habe ich auch schon ein paar von daheim und da gucken wir jetzt mal, wie die Köpfe so laufen. Ich gehe direkt auf die Darkblend-Pfeife. Also Tabak könnte ich jetzt nicht sagen, was es ist, aber wir haben hier auf jeden Fall eine kleine Variante von den Embury 5 und wie ihr seht, gibt kleine, gibt große. Die haben ein sehr, sehr verrücktes Design. Ich habe auch zwei davon schon im Büro stehen, die gucken wir uns dann auch nochmal an. Rechts haben wir dann einen Vape-Stand, wir sind die Shisha-WG, wir kümmern uns eher um die Shisha-Stände. Aber links haben wir noch was Interessantes, eine Kohlemarke, die verspricht, dass die Kohle innerhalb von einer Minute an ist. Können wir auch nochmal kurz gucken. Ist die mit Selbstzündermaterial außen versehen? Alles ist fertig innerhalb einer Minute. So ist der ideal für draußen Park. Anzündung dauert eine Minute und die Neo-Kohle sind so produziert, dass alles gleich ist wie normale Kohle, so die Dauerzeit, Brennzeit und so weiter. Also innen ist normale Kokoskohle und außen ist eine Schicht, die man einfach mit dem Feuerzeug anzünden kann? Es ist ein holländisches Produkt, produziert worden von europäischen Holzkohle. Buchenholz, so eine sehr saubere, reine Verbrennung. Also es gibt keinen Beigeschmack, kein Kopfschmerzen. Und auch nicht von, also es muss ja außen irgendwas dran sein, damit sie angeht? Es gibt hier eine Anzündung, einen Aktivator, aber nach der Entzündung, wenn die roten Sparkel weg sind, gibt es nur reine Hitze und von sauberer Holzkohle. So ideal für draußen und ein europäisches Qualitätsprodukt. Cool. So, dann gucken wir mal. Also es ist Buchenholz mit einem Aktivator außen rum und innerhalb von einer Minute geht die Kohle an mit dem Feuerzeug. Jetzt ist natürlich die Frage, bei Buchenholz schmeckt man was? Ich glaube, nee. Also ist krass. Ich habe ja auch in Dubai schon mit wirklich Holzkohle geraucht und das schmeckt man auf jeden Fall. Aber hier, ihr habt African Queen drin? Ja. Ja. Ich glaube, ich schmecke nichts von der Kohle. Also es ist überhaupt kein Vergleich zu Selbstzünder. Weil man denkt natürlich direkt so, oh, schmeckt das genauso schlecht wie Selbstzünder? Ich schmecke nichts von der Kohle. Ich müsste natürlich mal für ein hundertprozentiges Statement mit einem eigenen Kopf, mit einem eigenen Kopfbau testen. Aber der erste Eindruck ist, man schmeckt nichts von Selbstzünder. Krass. Hätte ich nicht gedacht, dass man so, also dass man gar nichts schmeckt. Was soll denn eine von den Packungen kosten? Was denn? Der Ladenpreis wird da innerhalb der Region liegen von 8 Euro, inklusive Mehrwertsteuer. Ja. Aber für Kohle, die man da nimmt, um draußen zu rauchen, ist das fair. Also 8 Euro die Packung mit 72 halben, ne? Wie groß sind die Abmessungen? Ah, 27, 19, okay. Ist gleich wie eine normale Kubuskohle. Aber man braucht keinen Anzünder und keinen Kohlebrenner und es ist fertig in eine Minute und gar keine Beigeschmack. So. Die Selbstzünder der Zukunft, könnte man sagen. Krass, stark, echt gut. So, jetzt sehen wir nochmal den Entzündungsvorgang, also einfach mit dem Feuerzeug. Und dann, wie bei der Selbstzünder, fängt sie an zu knistern, entzündet sich und dann soll sich diese Aktivatorschicht außen, die verbrennt dann. Und das entzündet die Kohle. Während dem Anzünden riecht man es natürlich, während der Aktivator verbrennt. Aber danach, eben der erste Versuch, war krass. Habe ich nichts geschmeckt. Und wenn das dann auch wirklich noch, also selbst wenn das nicht in einer Minute an ist, lass das in 3-4 Minuten an sein, ist immer noch vollkommen fein. Dann machst du die Kohle an, legst sie in den Kohlekorb. Krass, okay, die äußere Schicht ist wirklich schon fast, oh, don't drop it. I like to wait 30 seconds more, you know, to get it all red, but basically they're ready to use. But me personally, yeah, like 10 seconds more and then they're ready to use. I just said you could also just wait. You could light the charcoal, yeah. Prepare your bowl, exactly. And then it's ready. Exactly. So even waiting like 3, 4, 5 minutes shouldn't be a problem. Exactly. And sometimes you prepare a bowl and you forgot to put coconut on the thing. Everyone knows it is the most annoying part. So even if you now forget it, exactly, you just wait
to even if it's 3 minutes, as you said, 4 minutes, and then it's ready to use. So we like the product, so it's we're happy with it. I'm impressed. I didn't taste anything. Thank you. See you. So, dann haben wir hier noch die Aromasticks, also die Mundstücke, die für Geschmack sorgen beim Pfeiferauchen. Das heißt, du könntest unaromatisierten Tabak rauchen und hättest trotzdem Geschmack in der Pfeife. Die hatten jetzt leider keine Pfeife an. Hoffentlich schaffen wir es nochmal vorbeizugehen. Dann haben wir auf der linken Seite nochmal Vapes und rechts haben wir aber Tabak. Was haben wir denn hier? Dark Breeze. Ach, Lira World. Okay, die kennen wir ja schon aus letztem Jahr. Da können wir doch bestimmt mal was probieren. Was haben wir denn hier? So, probieren wir mal den Triple Berry. Lira hatte letztes Jahr einen riesengroßen Stand. Dieses Jahr ein bisschen Downsizing, aber aufs Wesentliche beschränkt. Wir haben Pfeifen, wir können die Flavor probieren. Ich könnte jetzt nicht sagen, welche Beeren das sind, aber es ist ein leckerer, süßer Beerenmix. Weniger Säure, mehr Süße. Neue Geschmackssorten auf der anderen Seite. Dann suchen wir uns doch mal die neuen Sorten. Hier sehen wir auch überall schon auf dem Boden. Was haben wir denn hier? Waver Pineapple Cookie Grape Tea. Ich will Grape Tea probieren. Pumpkin Dessert, Maestro, Snickers, Walnuss, Water Lemon. Ich will gerne den Grape probieren. So, testen wir mal. Aber warum knicken wir Mundstücke ab? Weil wenn du mit deinem Mundstück rauchst, dann musst du entweder deine Lippen über dein Mundstück so beugen, dass es nicht mehr optisch attraktiv wirkt und dein Kopf ist immer quasi... Gib mir doch mal eins mit, dann probieren wir das. Dankeschön. So, dann haben wir links noch Kohle, 27 Plus Cubes, wir haben rechts noch Vapes und hier wird nochmal die Kohle ausgestellt. Und dann haben wir Gorilla, die kennen wir ja auch schon von der Shisha-Kohle. Und dann kommen links nochmal Vapes, aber nach den Vapes, da wird es wieder sehr, sehr interessant. Da sind wir nämlich bei Maestro Vandenberg. Mit Köpfen, mit Tabak und allem, was dazugehört. Und da können wir doch mal einen Sneak Peek erhaschen, ob wir den ein oder anderen limitierten Colorway finden oder vielleicht sogar eine Messeneuheit. Wir sind bei Vandenberg angekommen und da wäre natürlich direkt die Frage, oh, ich sehe da schon sehr schöne Schälchen. Was habt ihr denn alles Feines mitgebracht auf der Messe? Was darf man denn bei euch nicht verpassen? Also dieses Mal haben wir jetzt auch eine neue Serie, die Ibiza-Serie. Okay. Ja, also die sind viele verschiedene Sorten jetzt. Auch Schälchen hat natürlich der Herr Bender gemacht. Was jetzt genau ist, alles an Sorten, kann ich dir jetzt so noch nicht sagen. Also Tabaksorten und es gibt die Schälchen noch dazu. Also wir sind jetzt auch bei Kismet. Genau. Also Vandenberg und Kismet ist dieses Jahr mal zusammen. Ja. Etwas kleinerer Stand, weil wir halt nicht wissen, wo Reisen hingehen. Klar. Brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Nee, sicher ist sicher, da muss man nicht 10.000 Euro hier, ne? Genau, ja. Würdest du uns denn mal zeigen, was es so Neues gibt? Können wir uns da was angucken? Zum Kollegen weiterschicken, weil ich, ich werde jetzt gerade noch die Pfeifen ein bisschen aufbauen. Wir sind dieses Mal sehr spät dran. Dann gehen wir mal beim Kollegen gucken. Aber Dankeschön. Sieht schön aus mit den Schälchen. Google Memo. Am Regal von Vandenberg sehen wir jetzt die neuen Köpfe, vor allem natürlich oben die Ibiza-Reihe. Da werde ich, glaube ich, auch gleich nochmal einkaufen müssen. Die anderen kennen wir schon, aber auch sehr, sehr schöne Köpfe. Die Mixschalen gibt es natürlich auch direkt in dem Ibiza-Colorway. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Messepreis sind 35 Euro, wenn ich das da vorne richtig sehe. So, dann haben wir rechts von uns noch Hanuman Kohle. Es gibt viele Kohlehersteller dieses Jahr, aber gut. Wenn Tabak gebunkert wurde und nicht so viele Pfeifen eingekauft wurden, wer freut sich am meisten? Die Kohlehersteller, die verkaufen nämlich trotzdem. Dann haben wir hier noch Akkumat, da kann man ein bisschen Handy laden. Und dann haben wir nochmal Vapes neben uns. Was haben wir hier Schönes? Automatisches Verkaufen. Gut, auch krass im Kommen in der Shisha-Szene, ne? Die Aufstellautomaten, dass da fleißig verkauft werden kann, ohne dass ein Laden am Start ist. Oh, Freunde, wir haben ja einen wichtigen Stand. Wir gehen nicht weiter, wir bleiben hier. Und zwar Azure, ein amerikanischer Tabakhersteller. Ich weiß noch nicht genau, warum sie auf der Messe sind, weil eigentlich gibt es Azure noch gar nicht in Deutschland. Aber komischerweise haben die einen relativ großen Stand auf der Messe. Und da könnte man ja fast vermuten, dass sich da was ankündigt. Ne? So, jetzt kann ich direkt mal hier das Mundstück testen. Also Passform ist schon mal nice. Ne? Sitzt dann da so ein bisschen schräg oben drauf.
Ich habe damals schon, also ein paar Sorten von Azure kenne ich schon. Ich hatte zum Beispiel mal den Cactus Blast und der Cactus Blast war übertrieben geil. Dann hatte ich noch den Barista's Choice, das war ein Kaffeetabak, der war auch Killer. Und wir hatten auch noch, ich weiß nicht, welche Sorten wir sonst noch hatten, aber wir hatten auf jeden Fall noch einige Sorten von denen. Und die sind gut. Ich weiß gar nicht, was hier drin ist. Morning Hookah Mix. Nice to meet you. We texted yesterday, right? Yes, we did for a little while, yeah. Did you enjoy Umera? Oh my gosh, that place was absolutely fantastic. Great hookahs, great mixes, great people, fantastic time. Did you know that we have a hookah lounge at F02? And the hookah master from Umera is also there preparing the bowls. Ah, well then that place is probably fantastic because Umera was great, so I don't doubt it at all. I hope so, but if you have some free time, check it out. But could you tell us about your mix? Oh, I would love to tell you about my mix, but if I tell you about it, then it's not my mix anymore. No, I'm kidding. It's something that I've been putting together for a long time. What you want to do is you want to take Dubai Apple, which is absolutely fantastic from Azor, and you also want to take one of their many different peaches. I really like Life's a Peach, but also Carolina Peach is fantastic. The reason why you do that is the same way like if you take a tomato and you put salt on it and it makes that tomato taste really burst out. When you do two apple and peach, it bursts the flavor of the peach and it's absolutely fantastic. Morning Hookah Mix, I suggest you try it with Azor, but two apple peach, you'll have a good time, I guarantee it. But there's also some kind of mint cooling. Yeah, I like adding a little bit of mint to everything that I smoke, obviously. I threw in a little bit of Rio mint with this, but you can also do Bermuda mint. Any of the other mints are fantastic. But yeah, Rio mint, Dubai apple, Carolina peach, fantastic. Could you tell us why Azure chose this year to have such a big booth at the Shisha Messe? Are there some plans for a launch in Germany? There's always plans, hoping to get out into any of the markets. Obviously, one of the big things about Azor, we think that's a fantastic blended tobacco, fantastic flavors. We want as many people possible to know about it. That way, when we start to expand more and more into different areas, we're able to, you know, people already know about us. It's not this like big shock or surprise of what the flavors are. We want to get exposure and we want people to get used to Azor and the fantastic flavors that they offer. But there's not like a concrete plan to launch in, let's say, August or something like that. No, none of the plans I'm aware of. And also, I don't know if I can give any other details or anything, but there's also Rafael. He's hanging around somewhere at the booth and stuff. And he's the one that you want to ask those kinds of questions to. Are the people able to buy some tobacco here? We can't sell it, obviously, and stuff, just for the different legal reasons, blah, 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 all that stuff. But come by, give me a wink, give me a nod, give me a hug, and I'll see if I can give you some tobacco to bring home with you. Great. All right. We're going to try some flavors. What do we have here? Vanilla Cosmo Lychee. What's Cosmo? Cosmo is a raspberry and strawberry mixture, kind of like a jelly, a jam, just a really sweet berry mixture and stuff. And then, go right ahead. The vanilla, which is from Azor, is really good. What Azor? You mentioned Azor quite often, but what is it? Say that again? Azor. What is Azor? Azor. That's how you pronounce it. Oh, Azor. Oh, I thought it's Azure. I mean, the Microsoft Cloud. Yeah, not quite Azure, it's Azor, yes. Azor, yes. So more like an O than an U. Yeah, kind of like that. Okay. It's handcrafted, made in California, small batches, Berry Boutique, fantastic stuff. Love, passion put into all of the flavorings and all the mixes that are produced there, for sure. Okay. Vanilla, all the creamy vanilla stuff, not really mine. Okay. Ich rauche ja normal nicht so gerne cremig. Aber der Twist mit Himbeere und Lychee mit so einem Hauch Vanille, das ist dann schon wieder ganz geil. Also ich als jemand, der normal nicht cremig raucht, das wäre ich nicht abgeneigt, wenn mir den jemand hinstellen würde. Ich würde es mir wahrscheinlich nicht von mir aus bestellen, aber wenn es da wäre, würde ich es wohl gerne rauchen tun. I've smoked Azor. Okay. I've learned it. I'm trying to remember. I've had Barista's Choice at home, yes. Cactus Blast. And I think also some other flavors and always great impressions. And you have different lines, right? It's Virginia, it's also Dark Blend. Is there stronger and less stronger Dark Blend or it's the two lines? Just the two lines, and there's also an herbal line as well that's not quite as prominent that they're just kind of testing the market for and stuff. Obviously, you always want to have... So it's non-tobacco, non-nicotine. Non-nicotine, tea-based, yes. Yeah. Okay, great. Thank you so much. Fantastic. Thank See you around. Enjoy Messe. Die müssen nach Deutschland kommen. Bitte kommen Sie nach Deutschland, bitte verkaufen Sie hier Tabak. Was war das nochmal? Vanille, Lychee, Himbeere. Oh, ist geil. Bis jetzt der beste Lychee, also ich bin nicht so der Lychee-Fan, aber da finde ich es geil. So, links haben wir nochmal Vape, Azure, Azor.
sehr geil. Ist wirklich wild. Also ich würde mir wirklich wünschen, dass die nach Deutschland kommen. Ich habe schon ein paar Mal bei denen ein paar Sorten probiert und die waren bis jetzt immer so nice. Also wenn die nach Deutschland kommen würden, wäre das wirklich stark. So, hier haben wir Anbauschränke. Falls ihr Gewürze selbst anbauen wollt, dann könnt ihr das machen. Und dann haben wir hier elektrische Shishas, die verdächtig nahe nach Uka aussehen und auch nach Hookamonk aussehen. Da laufen wir jetzt mal dran vorbei. Also ich meine, es wäre ja immer schön, wenn es günstigere Alternativen zu den Produkten geben würde. Aber wenn man zu nah an dem Konzept von jemand anderem ist, finde ich es ein bisschen schwach. Das wäre schon deutlich cooler, wenn man da ein bisschen was Eigenes macht. Wir sind bei Alpaca und Tangiers. Hier können wir einfach mal gucken. Die Köpfe kennen wir ja schon. Ich sehe ein paar neue Modelle. Ich muss sagen, ich habe eine große Alpaca-Sammlung. Kleines Problem, ich rauche in letzter Zeit fast nur noch Meerloch. So, da müsste ich halt auch mal bei Alpaca ein bisschen die Meerloch-Variante. Aber die haben größtenteils halt vor allem Funnel, aber so schöne Colorways. Ich meine, guckt euch allein mal die wunderschönen Farben von den Köpfen hier an. Also farblich sind die einfach überragend. Man. How are you doing? Good, good. What's up, guys? Do you have anything new for us to show? Yeah, we got a lot of new. Yeah, a lot of new Tangiers flavors, and then bowl-wise, my hands are all Tangiers. Okay. This is a new bowl. It's the Kriya. This is a mini Kriya, which is like a very shallow 7.6 gram capacity bowl. Should be perfect for a dense Tangiers pack, right? Perfect for a dense Tangiers pack, yeah. And then the Dam, which we sold out of, but I have one already in the back. I'll grab one. Ich liebe den Mann, Digga. Der ist immer so chillig. Der ist so der perfekte California-Dude. Wir waren ja noch in der Schweiz zusammen snowboarden vor dem Shisha Summit. I'm telling them right now about our snowboarding trip. It was very good. Yeah. Very fun. I got to see him snowboarding for the first couple times. You saw me crash a lot. But he kept up. He was good. And Sandro was amazing. As a Swiss guy, he's a natural. Snowboarder, yeah. That was a fun day. Yeah. We have to do it again soon. I'm in. Oh, okay. I just told them I have a huge collection of your bowls, right? Even the limited and the gold and a lot. I've recently switched to smoking like classic bowls a lot more than funnel. So now I have like 25 different funnel from Alpaca. I'm going to need one, definitely. Yeah, I got you. I want to hear your review on that for sure. Perfect. Yeah. One more thing. What about the Tangiers flavors? Flavors-wise, we brought cashmere mango, cashmere peach, Eric's mango, Papa's foreplay, agua fresca, extreme cane mint. Can we smell them? Yeah, I sold out of a lot of them, but I have everything. That tastes amazing. Yeah, it's one of my favorites. And it's not so much of cashmere. No, yeah. It's like half-half. Yeah. Perfect mix. That's what's in this hookah. Try it out. Also, es gibt einige neue Tangiers Flavor. Es gibt die zwei neuen Bowls, die wir euch eben gezeigt haben. Und in der goldenen Pfeife läuft auch der Kashmir Mango. Und den müssen wir unbedingt probieren, weil ich mag es nicht, wenn es zu viel Kashmir ist. Aber der war ziemlich 50-50 und das riecht sehr, sehr gut. Okay, die Pfeife ist frei. Wir müssen schnell zu der Pfeife. Also für alle Leute, die Kashmir lieben, ist das sehr, sehr geil. We made Eric's mango. We brought some. I'll bring it out tomorrow. It's amazing. Eric's mango is one of the flavors we have in Germany. Yeah. So that should be well known, yeah. Yeah, it's fucking amazing. Always hype for new Tangiers flavors. Are there any plans to bring them to Germany as well? Yeah, I'm meeting with our German team while I'm here so we can see how much more we can bring, different flavors, what do people want. So yeah, this year we're going to be working a lot more Tangiers in Germany. Yeah, I think there was only one drop, right? Yeah. And any ideas? We're going to need more Tangiers. Exactly. Anything anybody has, requests, ideas, flavors that the community wants, we'll talk. Ihr habt's gehört? Flavorwünsche von Tangiers und in die Kommentare. Perfect. Thanks, dude. Ja, still. Thank you, man. We'll see you around. Uns wurde gesagt, hier gibt es noch was Besonderes, einen Kohleofen. Was ist denn das Besondere an deinem Kohleofen? Das Besondere an meinem Kohleofen ist umweltfreundlich, indem spart man sehr viel Strom. Ah, okay, also weniger Strom und dadurch umweltfreundlich. Genau. Okay, und braucht aber genauso lange / kurz? Der Vorteil ist, die Kohle bleibt eine Stunde in der gleichen Größe. Okay. Das ist ein Riesenvorteil. Wie funktioniert das, dass die Kohle gleich groß bleibt, wenn sie an ist und brennt? Kein Sauerstoff drinnen. Okay. So bleibt es gleich groß, über eine Stunde. Der Vorteil ist, meiner Meinung nach, hier kann man viel
Zeit und Geld sparen. Was verbraucht denn ein normaler Kohleofen dann an Watt? Also der verbraucht 8 Kilowatt die Stunde. 8 Kilowatt die Stunde. Und was würde ein anderer Ofen verbrauchen? 35 über den Daumen. Okay. Ja. Also ich rieche gut durchdacht. Wir sind aus Österreich, ja. Verkaufen das seit 3 Jahren auf dem Markt, machen das auch ganz gut. Haben also Zielgruppe ist schon ganz klar Shisha-Bars. Genau, hauptsächlich ja. Genau. Also für mich im Büro eher nicht. Für dich natürlich auch seit kurzem da drüben. Haben wir auch schon auf dem Markt getan, seit heute. Da gibt es noch Mini-Cola. Genau, seit heute, jawohl. Ah ja. Ja, gerne. Und wie schnell sind die? Auch 5 Minuten. 5 Minuten? Genau, ja. Okay, und da passt trotzdem gut was rein? Da passen 6 Stück rein, ja. Und hier eine ganze Kilo. Dann gucken wir uns jetzt mal die an, die für uns dann deutlich interessanter sind. Den haben wir seit heute auf dem Markt. Ja. Wie viel Watt zieht der? 600 Watt. Steht drauf. Okay, das ist der Hurricane von euch, ja? Jawohl, exactly. Ja. Da kriegen wir 6 Stück rauf. Ja. Das ist eher für zu Hause gedacht und für den Lounge. Warum ist der Rest davon so groß, wenn die Spirale nur vorne ist? Weil wir drin einen Turbofan-Motor haben. Deswegen. Okay, da ist ein Lüfter drin. Genau. Dann stellt sich mir direkt die Frage, es gibt ja noch einen Shisha-Anzünder, der einen Lüfter drin hat, die Turbine. Und die haben ein Patent. Nicht nur, der ist unterschiedlich gemacht. Okay, also jetzt, ihr wisst von dem Patent, ihr seid drumherum. Auf alle Fälle, natürlich, ja klar, natürlich. Okay. Ja. Die sind dieses Jahr auch nicht dabei. Stimmt, Max ist nicht da. Ja. Was soll der denn kosten? Der kostet für einen guten Bürger 84. Okay, also günstiger als die Turbine, genauso schnell. Nimmt halt ein bisschen Platz weg, ne? Ja, aber läuft auch besser und schneller. Ja. Wir brauchen nur 5 Minuten, haben mehr Kohle drauf. Ja. Und der Vorteil ist, wir haben ein Gitter, somit ist das auch sicherer. Ja. Habt ihr die Gitter Langzeit getestet? Weil da hatten wir ja auch oft Probleme. Über ein Jahr. Sind wir schon am Tischen. Okay, genau. Ja, und Gitter hält? Hält, ja. Wir haben eine Garantie. Man kann auch x-beliebige Gegenstände das separat kaufen. Ja. Kann man die Spirale selbst tauschen? Kann man, ja. Ja? Auch, ohne Technikstudium, Elektrikerausbildung? Brauchst nicht. Die 2 Schrauben raus. Ja. Da drin haben wir 2 Schrauben. Den nehmen wir raus. Das kann nicht, das kann Schluss, kann jeder. Okay. Das können auch die Mädels. Also man muss nur schrauben. Genau, ganz einfach. Und dann habt ihr so eine Spirale nochmal extra da. Die steckt man einfach rein und gut ist. Okay, also mit Wechselspirale, günstiger als die Turbine. Geschwindigkeit kann ich jetzt nicht sagen. 5 Minuten ist die Aussage. Das klingt gut. Man sieht auch richtig, wie die Luft da drinnen hin und her geballert wird. Das sieht auch geil aus. Stark. Erster Eindruck, gut. Wenn dir alles hält, was du mir erzählt hast, dann ist das gut. Ja. Wir sind schon seit langem auf dem Markt. Wo launcht ihr denn? Du hast gesagt, heute auf dem Markt. Nur bei euch oder hier? Oder? Hier bei uns, ja. Okay, also nur für die Leute, die morgen noch kommen. Überall, der es will, jawohl. Überall? Ja, wer will. Okay. Gerne. Gut. Dann gucken wir mal. Aber erster Eindruck, geil. Dankeschön. Bitte gerne. So, also rechts von uns Nikotin-Pouches, links wieder Vapes. Dann haben wir Cannabis-Seeds. Ja gut, für die Grow-Boxen, die wir vorhin gesehen haben, da muss ja auch irgendwas rein und ist ja jetzt legal. Du darfst mehr Cannabis dabei haben, als du Wasserpfeifentabak in einer Packung kaufen kannst. Das macht natürlich Sinn. Aber gut, reden wir nicht darüber. Rechts haben wir noch Vapes. Links haben wir unsere Freunde von Moloko. Da geht auf jeden Fall ein dicker Gruß raus. Die haben uns nämlich letztes Jahr richtig geil mit Getränken besorgt. Jetzt haben wir rechts von uns Lachgas. Da verstehe ich aber ehrlich gesagt überhaupt nicht, warum das am Start ist. Und Icos genauso wenig. Aber ich glaube, wir sind hier in der falschen Ecke. Wir müssen wieder zu den Shisha-Ständen. Ach, sind wir hier? Ach, guck mal, da. Den schnappen wir uns doch mal. Darf ich zu dir kommen? Hallo, guten Tag. So, ich habe es ja schon, wo habe ich es gesagt? Im Stream habe ich es gesagt, ne? Ja, genau. Ich freue mich, dass du dieses Jahr auch einen Stand hast. Dankeschön. Willst du uns nochmal, wir haben ja schon ein Video über deine Köpfe, aber willst du uns die nochmal mit deinen eigenen Worten vorstellen? Ja, gerne. Ich habe sogar hier einen Kopf gebaut sogar. Das ist der HMD dafür, also den hat noch keiner gesehen. Ich wollte gerade sagen, was für HMD dafür, ich kenne ihn nicht. Ja, das ist ein Prototyp erstmal. Okay, geil. Und du hast dann nur die Löcher so, dass du die zu dem Tabak legen kannst? Ja, und hier sind so Stopper halt, dass die Luft da nicht durchkommt. Also das heißt, die Luft kommt im Optimalfall rein, muss erst ein bisschen in die Mitte und geht dann zurück zum Loch. Genau, das ist es. Ja, was gibt's zu dem Kopf zu sagen? Also, das ist eine Kooperation mit Moon. Warum eigentlich Moon Rave? Die heißen jetzt so. Ach, die haben sich einfach umbenannt? Die haben sich umbenannt, genau. Und ja, was an dem Kopf geil ist, ist der Durchzug auf jeden Fall. Jetzt mit dem HMD hat man auch das volle Potenzial von dem Kopf. Da muss man ja auch dazu sagen, es ist ja nicht das ultimative Produkt für mich, weil ich bin ja sehr krass auf HMD. Du brauchst ja sehr viel Alufolie, auch oder? Auch Alufolie, ja. Brauche ich sehr viel. Und für also Alufolie ist, glaube ich, tendenziell doch noch besser? Bisschen geeigneter, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Hast du ein schönes Messeangebot für die Leute? Ja, habe ich sogar. Was kriegt man? Was kriegt man? Okay, 10 Euro Rabatt. Ja. Was man noch bei mir am Stand bekommt, ist, man kann sich am Automaten direkt
eine Mystery Box ziehen. Also kostenlos? Ja, ja. Ich hol mir meine Mystery Box, Freunde. Okay, also nehme ich jetzt die 33, ja? Okay, 0, 3, 3. Nur 3, 3? 3, 3. Ne, jetzt macht er gerade wieder was, oder? Oh, was hast du so da drinnen versteckt? Auf was können sich die Leute freuen? Wirst du gleich sehen. Kannst du auch. Ist jede gleich? Nee, ist ein bisschen was verändert, ja. Ich tippe, ich will es jetzt nicht sagen vorher. Soll ich es vorher sagen? Kopf ist nicht drin. Nee. Was da? Ich habe mir was anderes gedacht. Eins deiner ersten Produkte. Auch nicht, nein. Auch nicht? Na gut, also wir haben zwei Sachen sogar. Ja, genau. Drei Sachen sogar. Also okay, Lanyard und Mundstück gehört zusammen. Also einmal den Shisha. Wie ist der genaue Name? Lil-Tip. Lil-Tip. Und dann haben wir einmal den Strice. Und da verschenkst du an jeden, der hier... Ja? Ja. Ja, also vielleicht mal bei dem Automat vorbeischauen, Freunde. Geil. Ja, geil, vielen Dank. Wir haben noch was gesehen. Ja, die gibt es exklusiv nur auf der Messe zu kaufen. Also das ist die... Chichran Shisha, wenn man es so nennt, in Kooperation mit Glas Atuka. Und die gibt es für... Gibt es die denn noch? Ich habe lange nichts mehr von denen gehört. Ja, der ist sogar bei mir am Stand, aber der ist gerade nicht da. Ah, schade. Aber da habt ihr jetzt zusammen einmal die Pfeife draus. Was kostet die bei euch? 79,90 für die Messe. Okay, das geht. Da kann man so nicht meckern. Ja. Geil. Ja, vielen Dank und viel Erfolg. Wir haben zwei interessante Stände. Wir haben einmal auf unserer rechten Seite eine ukrainische Firma, glaube ich zumindest von den Farben her. Zodiac, habe ich noch gar nichts gehört. Ist Zodiac Tobacco? Yes. Okay. Could you tell us a little bit about it? We are the first Ukrainian brand who present licensed tobacco in Europe and the world. We have two lines. First light line, Atmosphere. It's Virginia, very tasty, very light, cool. And we have a stronger line, Aqua line. It's a blend Burley and Virginia. The light line is called what? Atmosphere. Okay, Aqua is the strong line. Okay, let's try. Schöne Regal-Pfeifen am Start. Dann probieren wir, was haben wir hier? Mango Passion Fruit. Okay, da sind wir, fühlen wir uns daheim. Ist stark, gut Grundtabak dabei, aber lecker. Ich überlege gerade, was ich mehr schmecke, Mango oder Passion Fruit, aber es ist beides wirklich gut. Do you plan to, are there already solid plans to release that in Germany? I hope. But no partners and distributors in our countries in Europe, because now we sells only in Ukraine. We start sales in Ukraine that month. Only, we're a very young brand. Oh, okay. Yes. You're only starting out in Ukraine right now. Yes. Oh, okay. And yes, I hope. First impression is good. Strong tobacco taste, but nice flavor. How many flavors do you have in total? In light line, we have 30. And in strong line, we have 12 now, but we have soon new drops of taste. Dann haben wir Blueberry Energy. I don't really like energy that much, but I'm going to try anyway. Also erster Eindruck ist gut. Er hat einen relativ starken Grundtabakgeschmack, aber keinen störenden Grundtabakgeschmack. Also ist trotzdem sehr, sehr lecker. Also dafür, dass sie gerade auf den Markt gekommen sind. Gut. So, ziehen wir nochmal an Lime Pop Rocks. Ja, okay. Der ist brutal. Aber niemals ist der schon TPD-konform. Das ist halt gerade so ein bisschen das Problem bei der Limettensorte. Wenn der so wäre, wäre der geisteskrank gut. Aber ich glaube, da macht den Jungs leider TPD auch noch einen Strich durch die Rechnung. Aber ist ein bisschen traurig wieder zu merken, wie gut Limette sein könnte, wenn wir nicht TPD hätten. Okay, wir müssen noch einen von den Virginia probieren, damit wir auch einen Virginia probiert haben. So, wir haben hier noch einen Kokosnuss-Tabak-Experten. Also du sagst, du magst Kokosnuss und du probierst jetzt den Virginia. Ich liebe Kokosnuss. Das ist das Beste. Ich liebe auch Bounties zu essen. Ganz oft bei uns in der Shisha-Bar am Samstag und am Sonntag machen wir immer auf das Tablett, anstatt Lollis, machen wir Süßigkeiten. Viele mögen ja nicht Bounties, aber ich liebe Bounties und ich packe immer Bounties drauf. Ich freue mich immer, wenn die Gäste das dann nicht essen, damit ich selber essen kann. Und was sagst du zu dem Kokosnuss? Taugt? Taugt richtig gut. Vor allen Dingen, man hat so eine leichte Milchnote noch im Hintergrund. Gefällt mir auch sehr gut. Also ich muss sagen, der Pear Lemonade, ja, man schmeckt die Birne raus, aber der wäre es jetzt nicht so krass für mich. Vielleicht aber auch, weil es Virginia ist. Tut mir leid. Dann probiere ich jetzt noch mal schnell den Bounty, den Kokosnuss. Danke sehr. Aber ich mag auch keinen Kokosnuss.
Freunde, links von uns noch Kokobi, ein weiterer Kohlehersteller. Hier sind noch Vapes, aber jetzt wird's richtig interessant, Freunde. Ein Stand, der sich sehr spontan noch angekündigt hat. Müssen wir gucken, ob wir da mal jemanden finden, mit dem wir reden können. Ramsider. Ich hatte ja letztes Jahr nach der Messe jemanden von Ramsider bei mir im Büro und wir haben schon den Prototyp zusammen geraucht und getestet. Da waren die ersten Eindrücke schon gut. Da hat sich aber seitdem auf jeden Fall noch mal ein bisschen was verändert. Wir haben fancy LED-Effekte, die App sieht anders aus, als sie damals war. Also da ist auf jeden Fall noch mal einiges passiert. Ich überlege gerade bei dem Ramsider-Logo wahrscheinlich die Cartridge, das Display hat sich geändert, aber wir probieren mal. Rauchentwicklung sieht gut aus, Geschmack auch gut. Ich könnte jetzt nicht sagen, welcher Flavor. Ein Malibu von Blackburn sogar. Es gibt Blackburn-Pots für die Ramsider? Wild. Geschmack ist gut, Rauchentwicklung sieht gut aus. Auf wie viel Power sind wir denn? 3. Okay, also wir können auf Light stellen, Medium und Hard stellen und auf den verschiedenen Stufen können wir dann jeweils einmal mit dem Slider hier umstellen. Und wir waren eben auf Medium, richtig? Okay, dann gehen wir nochmal auf Hard. So, the app looks completely different than the last one I've seen. Yes, it has control over the heaters, manual, but basic algorithm is perfect. But we will allow to play with the control. Do you have any timetable? When do you plan to sell? Because pre-orders have been open quite some time. Yeah, indeed, pre-orders already opened. And now we are heading to make the big wholesale parties since this exhibition. And our first big delivery starts July. July? Yes. Okay, so first delivery in July. Also Versand geht los ab Juli. To the wholesale or to the customer? Wholesale, but soon appear everywhere. Okay, so slightly later for the customers. Exactly. And what will be the price of the new Uno? Because the last models I've looked at, they look not completely different, but quite different. But what's the price for that exact model? It's 999, or 1,000. 1,000. So a bit more expensive than the first plans. Yeah, probably yes. But the device got a lot of rework and. It's absolutely flexible. It has all the controls. Yeah. It's very enhanced the heating elements, comprehensive. And you started a cooperation with Blackburn for the pots? Yes, this is the first partner. They are there, as you know. But we position this now as a open source platform to allow all the distributors and tobacco producers, capsule producers, do their own stuff with cooperation with us, but there in the regions everywhere on Earth. So everyone who wants to can make pots for Ramsider. Exactly. Nice. Yeah. Great, thank you so much. Welcome. Also, auch die Hartstufe jetzt kann man noch easy rauchen. Also ist kein Problem. Schmeckt gut, man merkt Stärke. Man hat auch wieder, wie bei den ganzen elektrischen Shishas, keinen Kohlegeschmack. Du hast einen super reinen, unverfälschten Geschmack von dem Flavor. Und das ist schon wirklich krass. Und ich finde, also wirklich, wenn du irgendjemandem die Aufgabe gegeben hättest, überleg mal, wie eine Pfeife in 10, 20 Jahren aussehen könnte. Ich glaube, dann wäre der somewhat in diese Richtung auch rausgekommen. Es ist geil. Es dauert mir ein kleines bisschen zu lange. Also ich habe ja noch keine. Also ich hätte lieber schneller eine bei mir daheim. Aber es geht wenigstens vorwärts. Und das ist schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen. Also ich finde es geil und ist für mich eine der größten Überraschungen der Messe, dass man die Ramsider jetzt jeder hier am Stand einfach mal testen kann. Wir haben hier noch jemanden gefunden. Die Eule ist nicht nur nachtaktiv. Naja, das war dumm, oder? War das witzig? Ja, doch, geht eigentlich. Ja, geht eigentlich. Geht, okay. Geht, wir lassen es genauso. Genauso. Wir haben auf jeden Fall den René gefunden. Und ich würde den René gerne mal fragen, was hast du bis jetzt gesehen? Und hast du schon ein Highlight oder hast du noch gar nichts gesehen? Ich habe noch nicht viel gesehen. Aber das einzige Highlight, was ich wirklich gesehen habe, ist, wie du vorhin gesagt hast, ein Kohleanzünder. Der besser ist wie die Shisha-Turbine, meiner Meinung nach, wenn er so funktioniert. Vom ersten Eindruck gebe ich dir recht. Eindruck. Ich werde auf jeden Fall mein Modell daheim testen und dann gucken wir mal. Aber sieht krass aus. Man munkelt, ich teste das auch. Ah, ja. müssen wir zusehen, dass wir schneller sind. Nee, die Idee ist gut, dass du den Ventilator einzeln abschalten kannst und so. Mal gucken, wie es. Die Idee, noch da Luft reinzufeuern und einen schnellen Kohleanzünder zu haben, ist ja geil. Aber bis jetzt ist niemand ums Patent von Shisha-Turbine rumgekommen. Gucken wir mal, ob, ne? Wir gucken. Aber ansonsten so jetzt so ganz, Blackburn hat neue zwei Tastes, die sind gut. Ja. Hast du beide schon probiert? Ja. Da müssen wir noch hin. Also,
schon, also nicht heute, also quasi vorher. Ja. Aber die sind gut. Okay, sind gut. Ja, wir müssen die noch musst probieren. Musst du, musst du. Und wenn nicht, kannst du morgen von 12 bis 13 Uhr mit mir live dort testen. Ach, du bist 12 bis 13 Uhr morgen da? Ja, ja. Okay. Und du bist am Sonntag da. Also wenn das Video schnell genug online ist, dann müsst ihr wann zu Blackburn? 12 bis 13 Uhr. So, Samstag 12 bis 13 Uhr ist der gute Mann eine Stunde für euch bei Blackburn. Und Sonntag, ich bin oder? Sonntag von 17 bis 18 Uhr da, genau. René, viel gerne. Spaß auf der Messe. Ich komme nachher bei dir vorbei und wir rauchen ein Käffchen. Hab ja schon gesagt, bist eingeladen. Hallo Herr Mose, wo ist denn, wir sind schon ein bisschen rumgelaufen, aber wir haben bis jetzt den Mose-Stand nicht gefunden. Dieses Jahr leider nicht dabei, nee. Der ist auf Standnummer mose-shisha.de. Das Minus, da wirst du weitergeleitet, aber du kannst auch einfach mosechischer.de eingeben, ja. Okay, na dann spart ihr euch die eine Taste. Was ist da los? Wir hatten eigentlich geplant, dass zur Messe ein neuer Release von einem neuen Modell sein wird. Und das hat leider nicht so ganz geklappt, das wird sich ein paar Monate verzögern. Dadurch haben wir jetzt gedacht, dass wir uns dieses Jahr den Messestand sparen, weil wir wenig Neuheiten zu verkünden haben. In ein paar Monaten? Trifft sich das eventuell sehr, sehr gut, dass in ein paar Monaten auch noch was anderes ist? Hoffentlich. Ich will nichts versprechen. Ihr habt es gehört, er hat versprochen, auf dem Summer Festival ist die neue Pfeife dabei. Ich hoffe es natürlich, aber ich denke leider fast ein paar Wochen später. Okay. Ich denke im August eigentlich. Zeigt ihr sie uns auf dem Summer Festival? Nein, ich glaube nicht. Das ist nicht der Grund, dass wir es nicht zeigen wollen, sondern dass die chinesischen Fakes dann schon angefangen werden. Und dadurch haben wir gerade in so Ländern, wie wo wir wenig machen können, wie im Irak und so weiter, haben wir immer das Problem, dass... Wenn die Fakes zuerst da sind, kriegst du es auch nicht mehr weg. Naja, du hast so ein paar Monate, wo du dahin verkaufen kannst, aber sobald die Fakes da sind, ist es halt, wird irgendwie der Markt damit überschwemmt und dann... ist vorbei und krass. Ja. Dinge, mit die man in Deutschland gar nicht so krass mitkriegt, ne? Ja, aber ja, in Deutschland haben wir halt viel Möglichkeiten, was wir machen können, in Europa auch und in einigen anderen Ländern auch, aber sobald es dann in solche Länder wie Irak oder so weiter und so weiter geht, dann wird es halt schwierig, da irgendwie großartig rechtlich was zu machen. Und vor allem ist auch dann das Problem, das sind keine riesen Mengen, die wir dahin verkaufen, sodass es sich teilweise auch gar nicht lohnt, weil die Anwaltskosten halt dann schon schnell so hoch sind, dass man am Ende das gar nicht wieder rausbekommt. Ja. Ja. Die Sorgen eines Herstellers, die man als einfacher Pfeifenraucher, Shisha-Raucher in Deutschland fast nicht mitbekommt. Wir sind trotzdem traurig, dass du dieses Jahr keinen Stand hast. Ja, ein bisschen traurig bin ich auch, ehrlich gesagt. Also es macht ja schon immer Spaß. Es ist aber ehrlich gesagt auch mal schön, hier ganz entspannt drüber zu laufen. Ich habe schon gesagt, Digga, wir rennen hier rum mit Kamera. Der Moritz so, ich trinke meine Cola und gucke mir die Messe an. Ja, ist auch mal entspannt, muss ich sagen. Glaube ich dir. Viel Spaß. Danke, dir auch. Wir sehen uns. So, dann haben wir hier noch iX-Pfeifen. Sehr, sehr ausgefallene Designs. Das Rolls-Royce-Design. Das Rolls-Royce-Design unter den Pfeifen. Und jetzt sind wir wieder hier angekommen, wo wir vorhin probieren wollten. Wir haben echt schlechtes Timing mit dem Stand hier. Okay, wir waren vorhin schon kurz hier, da waren die Köpfe gerade aus. Jetzt sind die Köpfe wohl am Start. Ich habe den Black Snickers. In einem Monat kommt es in Tschechien raus. Also es ist wohl irgendwas zwischen russischem und türkischem Tabak. Es ist 90% Dark Blend, 10% Virginia. Ich muss sagen, der Snickers ist nicht schlecht. Nicht so süß, wie ich gedacht hätte. Es ist nicht so schokoladig wie ein Snickers. Es ist eher nussig wie ein Snickers, aber es ist trotzdem... Also dafür, dass ich, wie gesagt, sowas in der Regel nicht rauche, ist es erstaunlich gut. Wie ist der Forest Berries? Ist nicht mein Favorit in der Richtung, aber ich finde ihn nicht schlecht, muss ich sagen. Ich weiß, was du meinst. Irgendwas ist ein bisschen off, aber im Großen und Ganzen ganz gut. Aber wäre auch nicht mein Favorit. So, jetzt habe ich noch den Cookies. Okay, der ist schrecklich. Also ich denke, da kann ich auch sagen, auch für Leute, die Cookies mögen, ist der es wahrscheinlich nicht. Da waren die anderen auf jeden Fall deutlich besser. Der ist überraschend gut. Was sagst du? Den fand ich bis jetzt am besten, muss ich sagen. Der ist krass. Also die Kaschmirnote ganz anders als bei Tangiers. Irgendwie so ganz im Hintergrund, aber trotzdem schmeckbar. Der war mein Favorit und danach der. Welchen hast du? Raspberry Lemon. Okay, also
Der Pflaume Kaschmir ist krass. Pflaume kommt heftig durch und dann im Hintergrund so eine leichte Kaschmirnote. Aber so stelle ich mir auch eine Kaschmirnote vor. Ganz dezent im Hintergrund, genau. Also relativ durchwachsen, würde ich sagen. Manche Sorten gar nicht so krass, andere krass überzeugend. Also der Pflaume Kaschmir ist heftig. Der Snickers ist für einen Snickers ein bisschen zu wenig schokoladig, aber von der Nussnote her krass. Den habe ich nicht probiert. Mit Absicht. Dann haben wir einen alten Bekannten, der wiederkehrt, und zwar bei Candy. Hat man jetzt eine Zeit lang nicht gesehen, also haben released, dann gab es sie eine Zeit lang nicht, dann kam nur der Pfeifentabak zurück von dem Saure Würmer und jetzt sind sie aber zurück auf der Messe. Wir müssen mal gucken, ob wir vielleicht den Saure Würmer gerade mal irgendwo finden. So, jetzt haben wir den Saure Würmer. Erzähl uns doch mal, ihr kamt raus, ihr wart weg, dann gab es den Pfeifentabak und jetzt seid ihr zurück. Jetzt sind wir auf jeden Fall wieder zurück. Also man muss sagen, es gibt natürlich Schwierigkeiten, ne, mit den 25 Gramm bei jedem. Aber tatsächlich sind wir jetzt wieder zurück mit den 65 Gramm. Da gehen auch die ganzen Hersteller eher in die Richtung. Mal schauen, was so die Zukunft noch bringen wird. Aber Pfeifentabak ist so jetzt für uns die Option, die wir nehmen wollen. Und da starten wir auch mit 5 Sorten direkt. Aber es gibt 25 Gramm oder die sind jetzt hier zum Probieren und ihr kommt nur als Pfeifentabak? Also wir kommen nur mal als Pfeifentabak, die 25 Gramm sind wir erstmal komplett raus. Was kosten denn 65 Gramm Pfeifentabak? 65 Gramm Pfeifentabak kosten tatsächlich nur 17,90. Und da haben wir die sauren Würmer Green, Cali Red Shots, Lemonade und Cheersola. Das ist dann Cherry Cola. Wie habt ihr die ausgesucht? Waren das einfach beim Wasserpfeifentabak die 5 beliebtesten und die kommen jetzt als erstes als Pfeifentabak? Genau, korrekt. Also das sind wirklich die Bestseller. Saure Würmer kennen eigentlich auch schon die meisten, warten auch eigentlich selig darauf, dass das wieder zurückkommt. Und jetzt sind wir wieder da. Dann willkommen zurück. Und Saure Würmer schmeckt so wie vorher, also gewohnt gut. Stark, danke euch. So, wir sind bei Theo am Start. Was gibt's denn bei euch Schönes Neues? Eine Virginia Line. Haben wir jetzt neu im Start. Das sind die ersten paar Sorten. Der Rest kommt im Laufe der Zeit. Genau, wir haben ja auch so schöne Flyer vorbereitet, wo schön mit beschrieben wird, was in Deutschland erhältlich ist und was wie, noch nicht. Wie viel Virginia-Sorten habt ihr jetzt zum Launch? Zum Launch müssten es 7 sein, wenn ich mich nicht verzählt habe. Und beim Darkland gibt es eine neue noch? Der White Grape, ja. Der war inoffiziell schon im Handel, aber ja, der war nicht präsentiert worden großartig. Ach, ja. Da auch viel im Umlauf von. Okay. Habe ich zum Beispiel gar nichts von mitgekriegt, habe ich aber eben probiert. Schmeckt wie ein ultraklassischer Traube. Fehlt halt die Minze leider. Da, an die Minze kommen wir halt leider nicht ran, ja, in Deutschland. Ne? Da können wir nichts ändern. Schwierig in Deutschland. Aber gut, dann muss man sich irgendwas anderes an Minze noch einen Schuss dazu machen. Aber vom Grape-Flavor her krass traditionell, was ich gut finde. Und das auf einem Dark Blend hat noch gefehlt, weil viele von diesen Dark Blend-Trauben sind super schnell so eine Grape-Soda und ja, sowas, ja, genau, in die Richtung. Und da ist der auf jeden Fall geil. Aber erster Eindruck, hier, was habe ich? Space Jelly. Ist auch nice. Was kostet der Virginia? Für die Messe jetzt noch haben wir denselben Preis, weil du weißt ja selber, Zoll, Sortenregister ändern. Ja. Genauen Preis müssen wir uns noch abgucken, aber er wird auf jeden Fall günstiger sein als der. Okay. Ja, das ist doch schon mal gut. Ja. Also eine neue Dark Blend Sorte und eine komplette neue Virginia Sorte mit 7 Flavoren. Nice. Also Space Jelly auf jeden Fall schon mal ein guter erster Eindruck. So, also komplett neue Virginia Line und noch ein neuer Dark Blend Flavor. War gut, ich habe mich noch ein bisschen durchprobiert bei der Virginia Line, da sind einige nice Flavor dabei. Dann haben wir eh noch eine E-Shisha mit einem Kapselsystem, da können wir auch mal kurz gucken. Okay, aber sieht sehr, sehr cool aus und man kann die Stärke einstellen, man packt einen Pot rein und dann wird das Ganze elektrisch erhitzt. Genau, also das ist eine elektronische Shisha, die Firma kommt aus Amerika und genau, es ist komplett elektronisch, das heißt, du hast den Gesundheitsaspekt, dass du keinen Kohlenmonoxid einatmest, es danken dir deine Lungen dann später. Wir haben zum Beispiel diesen Magneten hier, was auch ganz interessant ist, weil ja, ich war eben viele verwirrt. Leute, ja, aber viele, also man kennt das, wenn man Shisha-Raucher ist, du weißt nie, wo du diesen Schlauch hinpacken sollst und irgendwie ist es, ja, aber das nervt immer so. Also ich bin da schon auch oft drüber gestolpert, deswegen finde ich, ist das ein sehr cooles Gadget und genau, du kannst das Ganze einfach hier einstellen. Und was stelle ich da ein? Die Stärke einfach von der Erhitzung, also mehr Rauch, mehr Geschmack? Genau, also du kannst es einfach heißer machen, dementsprechend wird es dann einfach ein bisschen intensiver. Das geht dann natürlich auch auf die Akkuleistung, also wenn man das so in der Mitte macht, ist es eigentlich für die meisten Tabaksorten ideal. Also es gibt ein paar Sorten,
ich weiß nicht, kennst du Black Tabak zum Beispiel, diesen schwarzen. Also Dark Blend generell. Ja, genau. Das ist ja zum Beispiel in Russland oder sowas sehr beliebt. Und das wird dann meistens ein bisschen stärker erhitzt. Dann stehen auch riesige Wolken. Das geht auch damit. Und wir haben tatsächlich alle möglichen Tabaksorten getestet. Die funktionieren alle wunderbar damit. Sind die Pots denn nur von der Firma oder kann da alles rein und da ist wirklich Tabak dann drin? Also es ist nicht ein Liquid oder eine Watte, die getränkt ist? Nee, da kann alles rein. Also du kannst wirklich alles damit machen. Wir sind der E-Shisha-Hersteller sozusagen. Also was du dann damit rauchst, ist dir überlassen. Könnte ich die Pots sogar selbst befüllen? Ja, also du kannst hier ganz normal deinen Tabak reinfüllen. Ach, krass, okay. Ich dachte nämlich, das wären Pots, die schon prepackt wären. Kann man jeder Tabak das einfach... Ah ja, krass. Was du möchtest. Also so sieht das aus, das haben wir gerade jetzt okay. gefüllt. Weil und die Schale kann man dann rausnehmen und befüllen und sauber machen? Genau, mit so einem Stückchen hier, weil das wird natürlich ein bisschen heiß, ja. Also nicht mit den Fingern unbedingt. Kannst du dann einfach reinigen, super easy. Also, krass. Ja. Und also was soll das Gerät kosten? Das kostet gerade... 400 Euro. Genau. Vom Design hätte ich jetzt mehr gedacht. Wir haben heute 50 Euro Rabatt quasi, also wenn ihr den QR-Code scannt, dann... Ja. Genau, es ist ein sehr zeitloses, sehr minimalistisch. Also wenn man eine schön eingerichtete Wohnung zum Spiel hat, da passt es natürlich wunderbar rein. Das sehen wir doch auf meinem Couchtisch, oder? Ja. Ja. Wie lange hält denn der Akku? So ungefähr 1,5 Stunden. Also je nachdem, ob du es ein bisschen mehr aufdrehst oder ein bisschen weniger, so 1:30, 1:40, da bist du eigentlich bei einer Session so. Aber unter einer Stunde, unter 1,5 Stunden nicht? Also wenn ich Full Power rauche? Wenn das Setting ist leichter, dann kann schon mehr, also der Mitte, die perfekte Setting ist 1,5 Stunden, 1 Stunde oder 40 Minuten. Mit mehr Kraft. Aber sagen wir mal, ich drehe die voll auf, ich will Full Power. Wie lange hält der Akku? 1 Stunde, ich glaube, das wird Stunde. Aber Full Power ist ein bisschen problematisch, recht zu viel. Dann ist zu viel. Ich wollte nur wissen, was wäre die minimale Zeit, die ich hätte damit? Minimale Zeit, weil man komplett voll von Anfang, dann vielleicht kann das 45 Minuten sein. Aber so würde man nicht rauchen, sagst du? Ich glaube nicht. Also wir haben in die Mitte gestellt, weil 90% von Tabaken funktioniert perfekt. Ja. Aber wie weißt du, Leute haben Präferenzen und wir wollten das einfach die Lösung haben für das. Ja. Man kann die hier auf der Messe bei euch heute kaufen und mitnehmen. Heute kaufen, aber wir shippen auch nur auf, nach dem Juni. Okay, also nach Juni Versand, aber heute bestellen. Das ist sehr schwierig, aber wir wollten in Frankfurt sein und präsentieren, weil wir wissen, dass was wir haben, niemand hat. Und das ist das Ding. Aber wir haben den Discount heute, Leute können kaufen, haben schon viele Leute gekauft. Wir shippen nach Juni. Krass, okay. Heftige Überraschung, hätte ich nicht mit gerechnet. Aber Design finde ich absolut überragend. Sehr, sehr schön. Wenn die jetzt noch wunderbar funktioniert, perfekt. Relativ schwerer Durchzug. Ist ein bisschen schwieriger, ja. Ein bisschen als die großen Stauben von anderen Hookers. Aber wie ist der Geschmack? Erster Eindruck vom Geschmack ist gut. Also Durchzug könnt ihr euch so vorstellen, wenn ihr ein Meerloch relativ dense packt, dann wäre man ungefähr so da. Also für Durchzugsfanatiker wäre es zu wenig, aber für alle Leute, die es gewohnt sind, ein bisschen denseren Meerloch zu rauchen, wäre das ungefähr das, wo man rauskommt. Aber man merkt schon, dass der Durchzug ein bisschen schwerer ist, aber nicht störend oder krass anstrengend. Kitzelt ein bisschen im Hals. Also vom Geschmack ist es halt wieder krass clean. Ne? Es ist wie die anderen elektronischen Shishas, die wir schon so probiert haben. Du hast halt keinen Kohlegeschmack. Und das ist schon immer sehr beeindruckend, wie clean der Tabak dann schmecken kann. Warum ist die erste ist Gesundheit, oder? Das ist sehr, sehr wichtig. Wir sind ja auf einer Shisha-Messe und die meisten Leute rauchen halt Shisha. Und klar, wenn du die Shisha gesünder hinkriegst, ist es gut. Aber ich glaube, die wenigsten Leute sitzen jetzt daheim und sagen, Shisha-Rauchen muss gesünder werden. Aber trotzdem ein guter Gedanke. Die zweite ist Sicherheit. Kohle ist gefährlich. Also ich habe persönlich Probleme gehabt mit Kohle auf dem Grund und sowas. Und die dritte ist einfach zum Mitnehmen. Ja. Also du kannst in den Rucksack, wir haben auch ein Rucksackdesign, du kannst einfach hin und dann in Auto, in Yachten, ja, ist kein Problem. Beim Auto auf dem Weg zur Messe oder von der Messe heim? Ja. Und dann die vierte würde Ästhetik. Also ästhetisch würde ein bisschen anders sein. Ach krass, okay, das ist doch der passende Rucksack dazu. Und passt perfekt einmal mit allem rein. Da drin kann man reinmachen, ne? Und ja, perfekt, ins Park, Picknick machen, wo auch immer hin.
Einfach. Also der Rucksack sieht auch sehr, sehr stark aus, ja. Das ist geil. Klar, also zu heiß zum Anfassen ist es auf keinen Fall. Ja, das Problem, was man halt immer mit den elektronischen Shishas hat, ist, es ist noch keine am Start, die richtig dicke Rauchwolken produziert. Genau, ne? das ist die Wahrheit. Aber wir haben das seit 5 Jahren ingeniert und wir haben viele Engineering-Probleme gehabt. Aber endlich, wir haben die Enzo. Abgesehen von dem kleinen Kitzel im Hals, ich finde, das Design ist eine 10 von 10, sieht richtig gut aus. Rauch ist halt typisch für die elektronischen Shishas. Da wünscht man sich als normaler Shisha-Raucher natürlich dickere Wolken. Geschmack ist aber super clean. Ja, aber cool. Und 420 Euro. Okay, das ist halt ein starker Preis. So, jetzt sind wir noch bei NPS. Ich habe schon gefragt, gibt jetzt keine Neuerungen, aber bei NPS findet ihr auch die gewohnten Produkte hier am Messestand. So, hinter uns ist noch 187 mit den bekannten Sorten und vor uns ist noch Joker mit Catalea und Serum. Und bei Serum habe ich noch im Kopf Messe 219, ultra geiler schwarzer Traube. Ich will wissen, ob der noch da ist. Wir gucken. Was hast du denn Schönes für uns? Ganz viele Neuheiten. Wir haben einmal Pfeifentabak von Joker in 8 Sorten. Vor allem in 100 Gramm, ne? 100 Gramm, genau. Für wie viel? Für 17,90. Pfeifentabak 100 Gramm, 18 Euro. Ja. Und wie viele Sorten? Ach so, bei beiden. Wir haben bei Catalea 6 Sorten Pfeifentabak von Kirsche, Banane, zu Traube, Minze, zu Tilidin, zu Hurakan. Hurakan ist ein Ananas-Früchte-Mix. Ansonsten haben wir mit Joker eine Traube, Minze, eine Limette, eine Pure. Ich zeig dir euch mal, das Design ist echt krass geworden. Ich suche auch den schwarze Traube von Serum. Es kommt auf die Nachfrage an. Es kommt darauf an, wie die Leute jetzt heute hier am Start sind und die nächsten Tage, wie sehr es abgeht. Und wir sind zuversichtlich, dass immer wieder neue Neuheiten rauskommen. Zum Beispiel letztens waren wir 10 Tage mit Zamra auf Tour durch Deutschland und Österreich und haben eine Vape- und Tabaktour gemacht, wo wir in Städten waren, die ich teilweise kannte, immerhin wollte, Wien zum Beispiel, und haben da einfach mal mit Leuten überall connected aus der Branche, haben mit denen die Pod-Systeme durchprobiert, die Vapes probiert, den Tabak probiert. Das war echt geil. Ja, also schwarze Traube, schwarze Johannisbeere und Eis. Warum habt ihr euch denn für Kaminköpfe entschieden? Kaminköpfe sind in Deutschland weitgehend für die Anfänger und in der, ich sag mal, Bar- und Shisha-Bar-Branche gängiger, weil die Leute damit einfach leider Gottes besser klarkommen wegen dem Heat-Management. Ja, aber das müssen wir denen ja zeigen. Die 25er könnt ihr auch ganz locker auf dem Funnel rauchen, nur in den Bars und Shisha-Bars gibt es leider zu wenige, die Funnel anbieten. Also ich würde mir wünschen, wenn wir dann nächstes Jahr wieder zu euch kommen, ein paar Pfeifen mit HMD. Also der schwarze Traube Johannisbeere ist immer noch so nice. Wenn ihr den jetzt noch als Dark Blend bringen würdet. So, wir sind jetzt noch bei Chilma und Shades. Die teilen sich hier in alter Manier wieder einen Stand. Und wir fragen mal, ob die was Neues haben. Erzählt uns mal, habt ihr was Neues für uns dabei? Ja, schwarze Traube. Dark Zero, probier mal. Der hat aber ordentlich Minze. Schwarze Traube kommt gut, aber ist, glaube ich, wirklich für Leute, die eine Traube und eine Minze wollen, oder? Ja, es sind dunkle Trauben. Also schwarze Traube kommt auf jeden Fall sehr geil. Und Minze ballert. Das, ist das TPD? Alles easy? Alles easy. Okay, die ist gut. Eine gute, dann sind wir happy. Wie sieht es bei euch aus mit Pfeifentabak? Haben wir auch da. 4 Sorten, 4 Topseller. Traube Grape Chill, Dark Zero, Persian Apple und Whiteberry. 17,90 die Banderole für 70 Gramm. Dann probieren wir mal die Dragon Balls. Als Drachenfrucht merkt man auf jeden Fall. Was war der? Drachenfrucht und Litchi und Traube. Also Drachenfrucht safe. Die anderen Flavor würde ich eher sagen, sind so unterstützend. Aber die Drachenfrucht ist geil. Wenn ihr maybe noch, wie hieß die Drachenfrucht von True Passion damals? Den fand ich übertrieben nice. Keine Ahnung. Ich weiß es auch gerade nicht mehr. Aber da erinnert er mich ein bisschen dran. Was eine gute Sache ist übrigens. Solide würde ich ihm geben. Solide. Also für Drachenfrucht, Leute, nice. Und bei 7 Days sehe ich hier auch wunderschöne 65 Gramm Packungen, Freunde. Also auch da scheint es jetzt Pfeifentabak zu geben. Nice. Und wenn ihr eine kleine Pause braucht, Freunde, dann gibt es die Shisha-Messe Relax Zone.
Und dann könnt ihr euch kurz euren kaputten Rücken nach einem ganzen Tag auf der Messe ein bisschen durchkneten lassen. Marvin, wir müssen los jetzt. Die haben gesagt, wir müssen weitergehen. Also gehen wir weiter. Freunde, wir haben hier zwei Feinis am... Was habt ihr denn für uns mitgebracht? Einmal das altbewährte Sortiment und einmal die neuen, ne? Die neuen? Und wir haben sogar einen neuen HMD am Start. Ja, den kannst du mir mal zeigen. Warum das Design? Eine hohe Seite, eine niedrige Seite, nur für den Style, oder? Das ist halt eher so der Style-Faktor. Du kennst Oktay. Oktay ist gern mal ausgefallen. Was aber halt auch ganz geil ist, von der Größe her passen auch 326er locker rein. Ja, das stimmt. Der scheint innen gut Fläche zu haben. Wie war er jetzt die erste Zeit? Ihr habt ihn ja schon am Lauf. Ich habe den auch privat daheim schon getestet. Und ich muss sagen, das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist der Rand. Ansonsten, ich habe jetzt... Weil der auf andere Köpfe nicht so gut passt, oder was? Vandenberg passt perfekt. Ja. Du hast ja, wenn du jetzt vom Popo ausgehst, hast du ja einen rauen Rand. Und dann liegt der nur drauf. Es hält aber. Ja. Ne, wenn du ein bisschen auf Overpack baust. Die Kante hier direkt auf dem Popo. Die Kante auf dem Popo. Okay, dann ist nochmal ein Ticken höher. Genau. Solange aber man Abstand braucht, kein Problem. Ne? Du kannst auch mit Vollkontakt, dann hast du nämlich auch durch den Tabak so ein bisschen den Kleber. Aber dann musst du halt dementsprechend höher bauen, oder? Ja, aber das funktioniert. Ja. Also ursprünglich wurde er tatsächlich für diesen Glas-HMD entworfen. Wenn du den jetzt hier draufsetzt, dann passt du siehst ja, der passt dann perfekt. Ne? Ja. Du kannst dann wunderbar mit Abstand bauen oder auch Overpack, wie du gerne möchtest. Und der kurze Rand ist quasi, da kannst du die Kohle auf Kipp leben. Ne? Ja. Luft bekommt er auch genug, also uns geht die ganze Zeit die Kohle nicht aus. Ne? Das sieht, also von zu wenig Luft an der Kohle hätte ich auch keine Sorge. Ja, muss man mal daheim testen. Vom Ersteindruck auf jeden Fall schön und wirklich mal ein anderes Design. Das auf jeden Fall. Nach dem 6., 7. Mal sauber machen, kennst du das selber von manchen HMDs, die werden, weißt wie sie aussehen. Ja. Aber ich habe jetzt meinen 10-mal geraucht, 10-mal sauber gemacht, der sieht immer noch so aus. Okay. Das ist halt ja gut, da muss man mal gucken nach 100 Köpfen. Dafür bist du da. Ja. Rauch mal 100 und sag uns Bescheid. Ja. So, wir sind bei Nameless angekommen. Hallo, guten Tag. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Haben Sie etwas Neues, was Sie uns gerne zeigen würden? Wenn du ein bisschen länger auf den Monitor schaust, wirst du irgendwann vielleicht was entdecken. Oder wenn du dich hinsetzt und die Getränkekarte schaust, wirst du vielleicht beim Erspähen was entdecken. Wir haben 3 neue Sorten dabei, von denen eigentlich niemand wusste, dass wir überhaupt was mitbringen. Die sind mal zum Testen gedacht, aber... geplanter Release ist tatsächlich auch der 7.007.007.2024. Okay. Ist das ein Hint? Das ist gegebenenfalls ein Hint. Aber ihr verratet es noch nicht richtig, oder wie darf ich das jetzt verstehen? Doch, aber wir können ja alle einmal gerne dann vorbeischauen, okay, uns selber erproben, weil wir sind mega happy. Auch die Resonanz heute war cool. Stark. Ja, dann gehen wir mal spionieren. Da drüben sehe ich Karten. Teste potenzielle Sorten. Goldfinger, Pina Lada und Mata. Was könnte denn Mata sein? Für alle, die auf die Messe fahren, findet heraus, was Goldfinger und Mata ist. Weil ich glaube, Pina und Lada, das wird wohl ein Pina Colada sein. I guess. Wahrscheinlich. Goldfinger? Weiß ich nicht. Der schmeckt nach Schwarzpulver von James Bond höchstpersönlich. Bestimmt. Also, Kazar oder Croissant. Köpfe kennen wir ja schon. Aber was ist das denn für eine verrückte Pfeife, du? 2 Tauchrohre, die an den Seiten durchgehen, oben der Kopf drauf und in der Mitte frei? Wild. Nächste Interview wird heute präsentiert von Basti. Schon? Ja, natürlich. Ja, also die Pfeife haben wir nicht gefunden. Dafür haben wir einen Max gefunden. Was geht? Ja, was geht bei dir? Deswegen sind wir hier. Was machst du hier? Ich sehe dich immer nur hinter der Kamera. Ja. Ja, heute ist Marvin jetzt. Oder jetzt ist Marvin Kamerakind. Das schaut lustig aus. Was machst du hier? Den Leuten Squeeze zeigen, den ganzen Tag labern und hibbelig sein und die Vibes hier auffangen. Mich freuen, dass coole Leute wieder am Start sind und einfach genießen und schauen, was so auf uns herabprasselt. Neue Sorten. Ach so, hast du neue Sorten? Das ist mir denn diese unangenehme Frage? Ja, weiß ich auch nicht. Die wurde mir einfach so, ist in mein... Weil ich also zum Interview gebracht habe, muss ich jetzt über neue Sorten reden, ja? Genau. Also, ich hätte ein neues Design am Cooling. Darf ich ihn kurz holen? Natürlich. Das Design ist neu. Sehr schön. Okay, ich wünsche dir einen schönen Tag. Ich hoffe, du hast hier viel Spaß. Definitiv. Wie gesagt, ich saug die Vibes auf und schau, was passiert. Sehr schön. Okay, tschüss. Tschüss. So, wir sind bei Rivoshi und man sieht da oben schon Vanilla Melonade. Genau. Dann haben wir noch Strawberry Banana, die neu ist. Ja.
Pistachio Creme hatten sie schon, glaube ich. Dark Blend Abteilung. Rumlauf Jungle. Ja, aber die das kennen jetzt, wir alle, oder? Nein, ich glaube, du kennst jetzt Flutter Light Butterfly, Sting Like Bee kennst du, Shuffle kennst du, ja, What's My Name kennst du, Rob Adob hast du schon geraucht, aber das hast du noch nicht. Aber, achso, den Rumble of Jungle. Weiter geht's. So, dann haben wir hier noch die Berliner Jungs mit verschiedenen Tabakmarken am Start auf meiner rechten Seite. Und dann kommen wir zu meinen Schweizern. Was hast du denn hier für eine feine Pfeife? Willst du uns was zur Pfeife erzählen? Die Nava Shisha vom Hause Fresh Smoke. Die kommt gleich wie die Side One, wie das Vormodell, mit einem dreifachen Kühlsystem. Das heißt, einfach erklärt, der warme Rauch geht einmal durch das Wasser, wird einmal abgekühlt. Ja. Geht dann wieder hoch zur Seite, zur nächsten Kammer, wird dann nochmals abgekühlt. Okay. Und dann schlussendlich wieder hoch, von hinten rum, das dritte Mal abgekühlt. Und am Schluss von der Mitte kommt es runter zu deinem Schlauch. Krass. Wisst ihr, wie weit der Weg für den Rauch ist? Habt ihr das mal ausgerechnet? Nee, tatsächlich nicht, aber so einfach gesagt, ein halber Zug und dann ist der Rauch bei dir, in dem Sinne. Okay, dann probieren wir doch mal. Das wäre natürlich die größte Sorge, ne? Fühlt sich das dann an wie eine super, super hohe Shisha oder fühlt sie sich trotzdem schön direkt an? Der Weg ist schon weiter, aber dadurch, dass der Volumen sehr klein ist, hast du schon einen ziemlich direkten Anzug. Ja, also Durchzug muss man auf jeden Fall schon mal gar keine Sorge haben. Durchzug ist wunderbar. Wie ist das denn beim Entlüften? Genau dasselbe System, einfach umgekehrt. Das heißt, der Rauch geht durch den Schlauch hoch und dann nimmt das eine Kammer nach der anderen mit und kommt dann von der Mitte raus. Also für die Entlüftung eben sieht man das Ganze von hier nochmals. Du gehst einmal mit dem Rauch hier durch, dann wird der Rauch von der ersten Kammer mitgenommen, durch die Kugeln durch, die zweite Kammer, durch die Kugeln durch, die dritte. Und dann durch das kleine System wird der Rauch zentral dann von oben nach unten befördert. Das sieht so wild aus. Ein Schweizer Uhrwerk, ha? Ja, kann man so sagen. Wir mögen es ja kompliziert, wir Schweizer. Aber ihr mögt auch, wenn Sachen gut funktionieren. Dann stellt sich uns aber direkt noch eine Frage. Die Schweizer Qualität muss oft teuer bezahlt werden. Ist das bei der Pfeife denn genauso? Ja, so Preis ist immer subjektiv teuer. Wenn es so anfängt, ist es nie gut. Wenn du die Pfeife allein kaufen möchtest, normal kostet sie 280 Euro. Okay. Mit Schlauch, Mundstück und LED dazu, was unten drin ist. Also ein reguläres LED, das du abnehmen kannst. Und bei Bedarf drei kleinere LEDs reintun kannst, dass jede Säule für sich selbst anders leuchtet. So bist du bei 320 und sonst 280 Euro. Messepreis haben wir natürlich auch, da sind wir jetzt bei 220 Euro. Oh, dass wir nochmals auf der Messe den Leuten etwas gönnen können. Also 2,20 klingt auf jeden Fall schon sehr, sehr gut. 2,80 ist natürlich viel Geld, aber bei drei Kammern und so weiter, ja, ja. Und der Wasserstand ist auch schon mit deiner Markierung drin. Stark, Dankeschön. Ich danke dir, Mali. Hier stehen wir im Stand von Black Coco, Freunde. Und dann geht ein dickes Dankeschön raus. Da Zauberwürfel ja dieses Jahr leider nicht auf der Messe ist, hat Black Coco gesagt, wir statten euch für den Stand aus. Die ganze Kohle, die es bei uns an dem Stand gibt, ist von Black Coco. Und da auf jeden Fall ein Dankeschön. Und Black Coco, muss man glaube ich nichts mehr zu sagen, einer der größten Namen in der Kohlebranche. Wunderbar. So, hier sind wir noch bei Ayen Tobacco. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Persian Ice Cream, Cream Mint, Double Grape. Maybe eine helle und eine dunkle Traube, I guess. Maybe. Wir probieren einfach, weil darum geht es auch auf der Messe, Freunde. Man muss ja nicht schon von jedem Stand alles wissen. Einfach mal ein bisschen rumschlendern und ein bisschen probieren. Und hoffentlich was Cooles Neues finden, was einem gefällt. Schmeckt wie so eine absolute Standardtraube. Nicht schlecht, nicht überragend. Ein leckeres Träubchen. Guckt euch diesen Stand an. Also Uka hat auf jeden Fall richtig krank hier aufgebaut. Ein riesiger Stand und hier vorne, gehe einfach mal ganz frech hinter die Theke und dann sehen wir hier schon das Gerät. Das ist auch das erste Mal, dass ich dieses Ding in echt sehe und stylisch ist sie auf jeden Fall schon. Jetzt ist die Frage, kann das Gerät auch was? Probieren wir. Hier sehen wir schon ein paar von den Pots. So werden die dann wohl kommen, so eingepackt. Wir sehen auch hier schon, Alfacher wird es geben, Zodiac wird es geben. Shisha-Kartell, also SK und 187. Das wusste ich zum Beispiel auch noch absolut gar nicht. Also generell Style, Optik, Design, Durchdachtheit von dem ganzen System scheint mir sehr, sehr gut. Hier sogar ein komplettes Cleaning-Kit noch, fühlt sich auch sehr geil an. Sieht auch gut aus. So, 3, 2, 1, go!
XXL UKA Station. Krass. Also das ist die Shisha-Bar der Zukunft. Erzähl uns mal was. Wo müssen wir anfangen? Meinen Flavor haben wir schon ausgesucht. Wir nehmen einen Doppelapfel. Flavor haben wir ausgesucht. Ich würde sagen, wir gehen dann einmal danach drüben. Wir nehmen uns eine UKA. Du kannst entscheiden, ob weiß oder ob schwarz. Ich glaube weiß, weil man hat bis jetzt fast nur schwarz gesehen. Wir haben hier die UKA. Du siehst einmal den kompletten Ladestand. Du hast deinen Power-Button. Und du hast hier oben deine Öffnung, wo am Ende der Pod reinkommt. Und viel mehr ist es letztendlich gar nicht mehr. Das heißt, wir nehmen die einmal, wir unpluggen sie. Das Gute bei der UKA ist, du kannst sie benutzen ohne Ladekabel bis zu 3 Stunden. Aber man kann auch am Kabel rauchen für daheim? Dann kannst du so lange rauchen, wie du möchtest. Genau. Ja, weil beides geht perfekt. Also wir haben hier einen für oben für die Kapsel. Und den kann man auch immer anfassen oder wenn ich geraucht habe, hier lieber nicht? Kannst du immer anfassen. Immer anfassen. Kannst du immer. Das Gerät ist komplett sicher. Also es kann gar nichts passieren. Deine Katze kann hinkommen, es passiert nichts. Das Gerät kann umfliegen, es passiert nichts. Es ist ein komplett sicheres Gerät, wo man sich nicht verbrennen kann. Krass. Dann haben wir hier noch einen Lock-Button für die Bowl, I guess. Ach krass, einen Knopf hochheben, fertig. Okay, guck mal hier. Also geteiltes Tauchrohr. Getauchtes Teilrohr. Indem du hier reindrückst, machst du mit einer Hand, ich hoffe man sieht's, und einfach nur leicht drehst, kannst du auch das Tauchrohr rausnehmen und hast im Endeffekt dann nur noch die Wall deiner UKA. Das Teilrohr. Nur noch das Teilrohr. Es gibt hier auf der Vorderseite so einen kleinen Strich, der zeigt dir genau an, wie viel Wasser du möchtest, oder wie viel Wasser du reintun solltest, besser gesagt. Wir würden aber empfehlen, ein kleines bisschen weniger Wasser reinzutun, dass der Durchzug nicht ganz zu streng wird. Ach guck mal, hier ist eine kleine Markierung, perfekt. Schaut mal. Also da haben wir eine kleine Markierung, Kreis auf Kreis und Klopf ist Klick. Und wieder easy fest. So, aber es gab doch auch irgendwo noch einen Zuluftknopf. Den Zuluftknopf findest du am Schlauch, aber das ist, muss man sagen, mehr für Fremdluft gedacht, wenn es zu stark werden sollte. Okay. Das machen wir dann später im Detail noch. Zu stark. Hör mal. Okay, und was ist das nächste? Jetzt müssen wir uns einen Pott suchen. Okay, so, dann haben wir uns hier unseren Doppelapfelpott geholt. Einfacher Double Crunch. So, und den machen wir jetzt auf. Genau. Ganz wichtig, es gibt immer 2 Siegel, die nochmal extra drum sind. Zum einen, dass kein Staub reinkommt, zum anderen, dass kein Wasser reinkommt, wie auch immer was sein sollte. Und die nimmst du einfach ab. Siegel oben abnehmen. Ich zeig nochmal das andere. Und Siegel unten abnehmen. Ganz wichtig, wenn eines der beiden Siegel noch droben sind, hast du keinen Durchzug. Dann hast du ein Problem. Okay, das heißt, ich ziehe die mal ab. Nummer 1. Und jetzt drehen und so ist alles kein Problem? Alles kein Problem, nein. Okay, dann noch die Unterseite. Zum Pott vielleicht kurz selber. Die Magie passiert eigentlich in dem Rahmen. Dieser Rahmen muss auch unbedingt mit dabei sein, weil da liegt der NFC-Chip drin, welcher 25 Mal pro Sekunde misst, welche Temperatur du gerade hast und vor allem auch welchen Flavor du benutzt. Jeder Flavor hat eine andere Temperatur. Das ist wild. So, dann drücke ich jetzt den Knopf und mit dem Nöppi nach vorne. So, dass der NFC-Chip immer auf 9 Uhr liegt. Wenn du die UKA vor dir stehen hast, liegt der NFC-Chip auf 9 Uhr. Also hier ist so eine kleine Nut, ne? Und da passt dann genau die Unterseite von dem Pott da mit dazu. Und das heißt, so, und dann dreht sich da auch nichts. Und dann? Genau. So machen. That's the magic. Ich gebe jetzt einmal drauf. Und jetzt kommt oben die Farbe. Wir haben verschiedene Farben. Orange und es blinkt, heißt, es wärmt sich auf. Okay. Nach 3 Minuten hören wir dann so ein kleines, cooles Geräusch. Dann ist die UKA ready. Wir empfehlen noch mal ein bisschen länger zu warten, wenn man einfach nicht so eklig anrauchen muss. Ja. Genau. Wie lange dann ungefähr? Ich würde noch mal 2 bis 3 Minuten warten. Okay. Also sagen wir mal so 5 roundabout. Ja. Wir werben mit 5 Minuten, deswegen. Gut, aber mit 10 Sekunden Pott reinpacken und 5 Minuten warten, da wäre meine Kuhle noch nicht fertig. Wie lange hast du jetzt gebraucht? Schau, es war nicht lang. Also wir jetzt ein bisschen, aber wir haben ja auch alles drum und dran gemacht. Aber wenn ich mir vorstelle, ich gehe daheim an mein Regal, ich nehme mir so einen Pott raus, schmeiß den rein, mach zu, nehme meine UKA vom Kabel. Richtig. Und das ist auch das Ziel, wirklich zu sagen, okay, man ist schnell, man hat keinen Aufwand mehr, du brauchst keine Kopfbaugabel mehr und alles. Und am Ende soll es genauso schmecken wie mit einer Shisha. Das gucken wir in 5 Minuten. So, wir haben uns hingesetzt und wir haben hier den UKA-Schlauch. Der sieht aber schon ein bisschen anders aus, als man das von einem anderen Schlauch gewohnt ist. Besonders aus, wenn man Shisha-Schläuche gewohnt ist, vielleicht auch ein bisschen kaputt, aber der soll so. Hattet ihr das schon als Feedback? Warum ist der Anschluss kaputt? Nein, hatten wir tatsächlich nicht, aber der soll so, genau. Und du kannst ihn jetzt mit der langen Seite nach oben einstecken, richtig? Und dann, jetzt warte, jetzt hängt es bei mir auch, richtig, schau, und jetzt bist du drin, dann hörst du gleich so ein kleines Klacken. Ich hoffe, du hast es gehört. Nee. Aber ich vertraue dir. Schlauchmundstück ist im Preis mit drin? Komplett, also so wie sie hier steht, ist alles mit dabei. Außer ein Pott. Außer ein Pott logischerweise, genau, weil es ja ein Tabakprodukt ist. Was wir jetzt sehen ist,
wir müssen es gestehen, die Pfeife ist schon an, sie heizt nicht mehr auf. Normalerweise in den ersten Minuten würde das Ganze blinken. Ja. Das heißt, sie heizt auf. Dann hören wir nach 3 Minuten, wie vorhin schon gesagt, dieses Geräusch, dann können wir loslegen. Jetzt läuft sie schon circa 6, 7, 8 Minuten und ich würde sagen, du darfst erstmal den ersten Zug. Kitzelt ein bisschen. Geschmack ist krass. Die Kohle ist halt weg. Es ist cleaner, aber ich meine, da ist da 1:1 Double Crunch drin oder müsst ihr die Pots nochmal anpassen? Die sind angepasst, die Pots. Definitiv. Einfach weil der Molasseanteil so aktuell ein bisschen zu hoch wäre. Und um das zu verhindern, dass es nicht überkocht, ist es ein kleines bisschen angepasst worden tatsächlich. Aber an sich, die Aromen und die Zusammenstellung ist gleich. Also Geschmack. Ich habe ja gefühlt in den letzten paar Monaten Kilos an dem Alfacher weggeraucht. Ich komme gerade aus einer tiefen, tiefen, tiefen Doppelapfelphase. Und der Geschmack ist krass nah dran. Also macht ja auch Sinn, aber irgendwie hat es mich trotzdem nochmal überrascht. Es kitzelt ein kleines bisschen im Hals, vielleicht aber auch dem geschuldet, dass wir jetzt halt ein paar Minuten warten mussten. Der Durchzug ist, den können wir ja sogar noch einstellen, richtig? Genau, also der Durchzug an sich, an der UK selber kannst du nicht groß einstellen. Du hast hier ein kleines Rädchen, womit du die Lufteinlässe ein bisschen regeln kannst, genau. Genau richtig, hier an dem Edelstahl, da kannst du drehen, hier die verschiedenen Löcher, siehst du sie? Ja, und oben drüber den Pfeil. Korrekt, richtig. Du hast 3, 2, 1 und dann so eine Null, so einen kleinen Punkt, da ist es komplett zu. Das heißt, es kommt keine Fremdluft von außen rein. Ich teste mal kurz die Stufen durch. Okay, ich hatte eben die ganze Zeit zu. Ach, sogar stufenlos dazwischen oder muss ich dann schon auf die Stufe? Es ist stufenlos. Okay. Jetzt habe ich 2. Man hört es auch, finde ich, ein bisschen am Blubbern von der Bowl, dass es ein bisschen leichter wird. Ja. Macht es aber tatsächlich angenehmer und ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich ziehe nur Luft oder so. Nein. Ich gehe jetzt mal auf Maximum. Also bei 2 hätte ich gesagt, habe ich noch keinen Unterschied geschmeckt. Bei 4 schmecke ich einen Unterschied. Aber, und das ist, glaube ich, die wichtige Info, auch mit Fremdluft komplett zu, habe ich nicht das Gefühl, dass der Durchzug schlecht ist. Er ist etwas schwergängig, wie man das zum Beispiel bei einem, entweder ein Funnel, der im Vollkontakt sich ein bisschen angesaugt hat, oder bei einem Mehrloch, den man ein bisschen denser gebaut hat. Aber nicht störend schlecht. Man muss natürlich auch dazu sagen, man sieht es auch, wenn man jetzt nochmal aufmachen würde, was wir machen könnten theoretisch, dass die kleinen Löcher nicht zu breit sind in dem Pot selber, was den Durchzug natürlich auch ein bisschen mindert, muss man dazu sagen. Wie viel Gramm Tabak sind in so einem Pot und was kostet ein Pot? Genau, also Grammanzahl circa 10 bis 13 Gramm. Der Pot wird jetzt kosten 5,95 Euro, ist ein bisschen teurer tatsächlich. Das Gerät wird bei 399 Euro für den Endkonsumenten liegen. Also beim Gerätepreis war ich positiv überrascht, muss ich sagen. Wir tatsächlich. Also wir haben mit vielen gesprochen und viele haben es auf 600, 700 Euro eingeschätzt. Ja. Also da sind wir mit 400 ganz gut. Ich hätte mir, als ich drüber nachgedacht habe, was soll das denn kosten, habe ich tatsächlich gedacht, ich würde mir wünschen, dass es bei 4,99 endet. Aber 3,50 ist natürlich geil. Ihr werdet aber wahrscheinlich auch 3,99. Ihr werdet aber wahrscheinlich auch das Gerät halbwegs günstig abgeben und dann über die Pots maybe oder so. Ist der Grundgedanke wie bei so einer Espressomaschinen tatsächlich aber gar nicht realisierbar. Also es ist ein bisschen teureres Produkt, es soll auch ein exklusiveres Produkt sein, das muss man auch dazu sagen. Es ist nicht viel möglich, es günstiger anzubieten. Zum anderen kommt ja auch die Steuererhöhung eventuell Ende des Jahres, was wir ja alle wissen, bei normalem Shisha-Tabak. Und dann geht ihr nicht mehr hoch? Nee. Okay. Weil hat auch so eine Besteuerungssache, ist noch nicht alles final geklärt, kann ich noch nicht so viel zu sagen tatsächlich. Aber wir sind dann letztendlich nur 20% teurer. Man darf aber nicht vergessen, man hat bei uns keinen Aufwand mehr. Klar. Und Zeit ist Geld. Ich glaube, viele Leute denken, es soll jeden Shisha-Rauch überzeugen. Und ich denke, das wird wahrscheinlich auch das ultimative Ziel irgendwo sein. Aber vermutlich nicht mit dem ersten. Was ich immer gesagt habe, ist, ich schätze, dass es für die Leute hervorragend, die sich einmal die Woche, maybe einmal alle 2 Wochen eine Pfeife machen wollen, die einfach nur... Wir gehen ab und zu mal in eine Shisha-Bar, ab und zu mal daheim auf der Terrasse, eine Pfeife, wenn mal Freunde rumkommen, super. Oder? Wie seht ihr die Platzierung von dem Produkt? Hast du schon gut beschrieben tatsächlich. Man muss aber dazu sagen, UK soll nicht die Shisha ersetzen. Also du als wirklich ultimativer Shisha-Liebhaber wirst nicht komplett umsteigen, aber es wird es ergänzen. Genau, viele Leute wollen ja dieses Ganze zelebrieren. Man legt Kohle, man sucht sich Tabak, man denkt sich einen Mix aus und so weiter. Aber weißt du, wo ich die zum Beispiel bei mir sehe? Auf dem Boot. Wenn ich aufs Boot vom Vater eine Pfeife mitnehme und da fällt eine Kohle um, gut, ich könnte ein paar Köpfe kürzer vertragen, aber ich will es trotzdem nicht sein.
So, aber ne, wenn ich dann sage, Papa, da ist keine Kohle, das macht nichts kaputt, ich nehme die einfach mit, Pott rein, Abfahrt, da sehe ich mich. Und auch genau dafür ist sie gut. Ich glaube, wir alle kennen das Problem, wenn man zum See möchte, mit so einem riesigen Karton, wo alles drin ist, von Kohleanzünder über Kohle bis hin zu Kopfbaugabel. Hier hat man nur seinen Pott und die UKA und man kann loslegen. Und das 3 Stunden lang, ohne es aufladen zu müssen. Also da ist auf jeden Fall der große Vorteil drin. Aber natürlich, es wird die Shisha nicht 1:1 ersetzen. Das ist klar und das soll es auch gar nicht. Na gut, also ich sag mal, irgendwann, down the line, maybe, wenn die mir alles geben kann, vielleicht gibt es ja irgendwann Pots, die ich selbst mischen kann. Den wiederbefüllbaren Pots nur ganz kurz einhaken. Also es ist technisch sehr viel möglich mit der UKA, das ist richtig. Die Frage wird aufkommen, warum nicht wiederbefüllbar? Und die ganz klare Antwort ist die Sicherung der Qualität. Wenn man die Pots wiederbefüllt, wie gesagt, da ist ein NFC-Chip, der misst die Temperatur. Wenn du ihn wiederbefüllst, ist erstens der NFC-Chip kaputt, weil er dekodiert wird nach der Session. Und zum Zweiten heizt die UKA auf, aber weiß nicht bis wohin. Das heißt, sie wird eventuell zu warm oder zu kalt oder Aromen verbrennen zu schnell. Und da können wir die Qualität nicht sichern. Deswegen erstmal keine wiederbefüllbaren Pots auf jeden Fall. Nee, also erster Eindruck ist krass. Klar, was sich natürlich jeder direkt denkt, und das hast du natürlich bis jetzt zumindest leider bei so ziemlich jeder elektrischen Variante, die ich bis jetzt probiert habe, und ich war so glücklich und konnte schon einige probieren, die Rauchmenge. Ne, die ist es halt. Das ist das Einzige, wo man immer sagen muss, das ist ein bisschen schade. Ne? Wenn du jetzt aber nochmal einen Zug nimmst, schau mal wirklich, ob es so schlecht ist. Es ist kein Funnel mit HMD und 4 Kohlen, ganz klar. Es ist aber, finde ich, schon ein bisschen besser, wenn du einfach einen Butcher und einen Tonkopf hast. Ich würde sagen, mit einem normalen Tonkopf-Kaminaufsatz ist es von der Rauchmenge halbwegs vergleichbar. Aber so wie sich Enthusiasten, die da wirklich viel Zeit und Liebe reinstecken in den Kopf bauen, da kommt die Rauchmenge nicht ran, würde ich sagen. Logisch, hast du nicht. Und weil du natürlich auch keine Individualisierbarkeit hast gerade im Moment, kannst du es auch nicht ändern. Das ist richtig. Man kann die UKA tatsächlich, wenn man jetzt angefangen hat zu rauchen, wie jetzt 10 Minuten und du hast keine Zeit mehr, dann merkst du, okay, ich muss jetzt eigentlich ins Bett, dann kannst du sie ausschalten und der NFC-Chip weiß, welcher Flavor zuletzt geraucht wurde und weiß, wie viel Restzeit du noch hast sozusagen. Schaltest sie aus, morgen wieder an und kannst die restlichen Minuten weiter rauchen. Das ist heftig. Also wenn ich jetzt auf dem Boot bin und dann sagt der Vater, so willst du eine Runde Wakeboarden, drücke ich kurz Pause. Zieh meine Wakeboard-Session durch und danach, wenn der Nächste ins Wasser hilft zum Wakeboarden, dann drücke ich wieder Play und dann geht's weiter. Wie viel Zeit ist denn dann auf einem Pod, wenn der das schon direkt weiß? Ist das Pod abhängig oder immer gleich? Nee, die Pods sind alle gleich. Eine Session dauert immer 70 Minuten. Das hast du natürlich am Anfang die Zeit mit dem Aufwärmen. Also ich würde mal sagen, du hast 60 Minuten effektiv. Wenn du früh anfängst, hast du 65 Minuten. Genau. Und die Pause, vielleicht noch ganz kurz, relativ simpel, sind 2 Knopfdrücke. 2-mal auf Power drücken. Dann sieht man oben das Licht auf lila, vorne ist normal an und wenn ich jetzt wieder 2-mal drücke, geht's weiter. Okay, das ist geil. Also das ist eine Killerfunktion. Ich verstehe, warum viele Leute Sorgen haben, ne? Und gerade Enthusiasten wird das wahrscheinlich nicht sofort komplett abholen, aber wie du schon sagst, als Ergänzung. Also ich habe mir viele Gedanken um das Ding im Vorhinein gemacht. Ich wollte ja eigentlich auch auf euer Event kommen, war leider krank. Das heißt, ich habe das noch bei allen gesehen, habe weiter drüber nachgedacht. Ich bin trotzdem positiv beeindruckt. Freut mich sehr zu hören, auf jeden Fall. Sehr schön. Und ich hoffe, dass wir die noch ganz, ganz fleißig testen können. Bin ich mir sicher. Dankeschön. So, Freunde, bei Blackburn gibt es 2 neue Flavor. Wir haben Apple-Strudel und Give Me Guava, also ein Guave und ein Apfelstrudel. Den Apfelstrudel haben wir hier auch direkt am Start. Und wir probieren. Das sind auf jeden Fall schon mal mit die besten Messeköpfe. Da geht ein Bonussternchen ans Blackburn-Team. Und ich bin nicht schockiert vom Apple-Strudel. Und ich hätte gedacht, dass ich schreiend wegrenne bei einem Apfelstrudel-Tabak. Tue ich aber nicht. So, jetzt freue ich mich aber auf den nächsten. Und zwar ein Guave. Oh, stark. Also lecker und süß. Viel süßer, als ich bei einer Guave jetzt erwartet hätte. Krass. Sehr nice. Stark. Hallo, guten Tag. Hi Marv, grüß dich. Was haben Sie denn so Schönes Neues dabei? Was wir Neues dabei haben. Ich habe da von einem. Johannes, der hat so viele tolle neue Produkte an den Start gebracht. Das kann ich dir auswendig. Also morgen kommt noch Fuck Your Life. Ja. Die Aromashots, wo alle drauf warten. Originalaromen. Ich habe da von einem Petit Popo gehört. Petit Popo.
Da kann ich dir nichts zu sagen. Okay, dann gehen wir gehen vorne gucken. Die kennen wir, aber den Colorway kenne ich noch nicht. Hier haben wir einen von den neuen Sevilla Bowls und den Colorway kenne ich tatsächlich noch gar nicht. Ist wieder so ein Mix Double Clay, den wir hier am Start haben. Und es soll ja wohl noch, wie online angekündigt wurde, ein Petit Popo kommen. Also ein Popo mit einem kleineren Depot. Ein Petit Depot. Oder so. Und für alle, die vorbeikommen, die ganzen Fuck Your Law Sachen gibt es natürlich auch noch. Fuck Your Law da gibt es auch noch. Und wir haben eben noch gehört, es soll auch noch Fuck Your Life zurückkommen. Morgen auf der Messe. Also wenn ihr Samstag auf der Messe seid, könnt ihr hoffentlich Fuck Your Life wieder haben. Flavor. Flavor. Den Wee Wee. Das ist der, genau, das ist eine Kiwi mit einer Zitrone, ne? Und am Ende ist es so, ich habe 18 Monate an dem Rezept gearbeitet, bis es rauskam. Ja, und jetzt ist es da. Und ich bin stolz. Und wo ist der? Ja, am besten kommst du mir mal hinterher, du, ne? Ja, let's go. Die Leute, die den bisher probiert haben, sagen einfach nur, muchas gracias, vielen, vielen Dank, weil der einfach super lecker ist. Also Real Talk. Real Talk, Bereicherung. Cool. Dann probiere ich den später, aber dann will ich wenigstens mal ein Näschen nehmen. So, und da ist eine Zitrone drin, die ist von Fuck Your Life und die ergänzt die Kiwi im Hintergrund. Und was da zusammenkommt, ist ein Kunstwerk an gutem Geschmack, gerade was tropische, sommerliche Geschmacksrichtungen angeht. Mehr kann man dazu nicht sagen. Also ich freue mich auf dein Feedback, wirklich. Ich bin gespannt. Dann kann ich jetzt leider noch nicht so viel sagen, außer riecht vielversprechend, wie er schmeckt. Das gucken wir dann im Livestream. Was ich auch übertrieben wild fand, ein Name, den man mittlerweile überall hört, 11 Bar, 11 Lick und jetzt auch 11 Shisha. Ich konnte es heute leider noch nicht probieren, aber wenn ihr auf der Messe seid, solltet ihr es auf jeden Fall testen. Und spätestens, wenn man es überall kaufen kann, werden wir es auf jeden Fall noch im Stream probieren. Hallo, guten Tag, Alex. Wie geht's dir? Gut, und selbst? Ja, ebenfalls. Das war von uns beiden gelogen, oder? Ein bisschen müde langsam, aber... Wir haben eben schon ein bisschen so einen Sneak Peek bekommen. Ultimate, Ultimate One, kennen wir. Ja. Aber mir wurde gesagt, wir sollen auf die andere Seite gucken. Was hast du denn Feines für uns auf der anderen Seite? Alte, Bekannte in neu. Genau, da können wir mal einfach da hinschauen. Und zwar, wir haben ja die Marke Prisma. Ja. Haben da, ich glaube seit 2019 auch, damals ein Modell gehabt. Genau, und wir wollen das ganze Thema jetzt, beziehungsweise diese Marke auch wieder fokussieren. Das heißt, Prisma ist ja eine Marke made in Germany, aber eher im Mittelpreissegment. Und wir haben ja mit Stimulation mehr, ich sag mal, wenn man es mit Autos vergleicht, das Mercedes-BMW-Segment. Genau, und wir wollen so, jetzt einfach... Die E-Klasse, der 7er. Genau. So. Genau. Und jetzt wollen wir einfach mit Prisma auch Kunden, sage ich mal, in einem Segment drunter, also dem Medium-Preissegment, einfach ein Made-in-Germany-Produkt anbieten. Ist das dann der 3er oder der 5er BMW? Also ich würde sagen, es gibt ja dann mehrere Modelle zwischen 3er und 5er. Ja. Genau. Und viele Produkte, vor allem in dem Medium-Preissegment, sind ja nicht aus Deutschland. Ja. Genau. Und wir sagen, wir produzieren die trotzdem in Deutschland, ja, damit einfach da auch die Kunden beste Qualität in dem Segment erhalten. Ja. Was sind da so die Feature dran und die Preise? Also das Modell ist jetzt das Top-Modell, das neue. Mhm. Damit starten wir 269 Euro. Okay. Und bei der Shisha ist es so, also die kann einmal kühlen, indem ich hier den Knopf betätige. Die hat Funktionen wie zum Beispiel verstellbares Taucher. Die hat aber auch vor allem, was bei Vierschlauch-Shishas ja somit das wichtigste Feature ist, das automatische Auspusten. Hat sie auch dabei? Genau. Da funktioniert es so, wir haben diesen einen Master-Anschluss. Ja. Und wenn ich den als Nutzer habe, kann ich automatisch auspusten. Und es ist ja so... Aber nur der? Genau, ist nur der. Und es ist ja so, dass die meisten Vierschlauch-Kunden ja oft auch allein rauchen. Aber trotzdem eine Vierschlauch-Shisha, wenn die Kumpels kommen, eine Gartenparty, was auch immer. Okay, aber also es ist so, ich habe eine Vierschlauch, die ich dann alleine rauchen kann, ohne sie umzubauen und entlüften kann. Aber wenn ich zu viert mit meinen Freunden rauche, können die nicht entlüften und ich trotzdem? Genau, du kannst immer. Und du kannst, wenn du sagst, okay, ich habe aber einen besonders guten Freund oder ich will doch, dass alle vier auspusten können, dann kannst du dir die auch upgraden und kannst sie dir auch mit vier kaufen. Ah, das geht auch. Genau. Was kostet dann einer? Der wird so zwischen 20 und 25 Euro liegen. Ja, okay, wenn du nochmal 3 dazu kaufen musst, dann kommt nochmal 75 drauf mit den 260, da bist du aber schon gefährlich nah an der Ultimate, oder? Dann bist du auf jeden Fall in dem Segment, ja. Aber wie gesagt, die meisten Kunden, es gibt Kunden, die sagen einfach, ich möchte alles, ja, aber es gibt auch Kunden, die sagen, naja, ich rauche zu 70% alleine und dann bin ich natürlich da deutlich günstiger, ja, muss
nicht irgendwie auf einen Knopf drücken, sage ich mal, oder die irgendwie betätigen, sondern es ist ja trotzdem automatisch. Ja. Und für die Kunden ist es dann genau das Richtige. Aber es ist schon richtig, wenn ich mir dann alles komplett upgrade, dann bin ich wieder an dem Punkt. Dann könnte man auch sagen, dann lege ich noch ein kleines bisschen mehr drauf und dann bin ich bei einer Ultimate. Genau, das ist das, was du gerade eben gesagt hast. Wenn ich einen 5er BMW habe, mir den voll ausstatte, dann bin ich natürlich da irgendwann, wo ein 7er anfängt. Ja, genau. Ja, okay, das macht Sinn. Ja. Okay, also wir haben den Master-Anschluss, wir haben die normalen Anschlüsse. Sind das 18er? Das sind 18er. 18-8er Schliff, ganz einfach. Der Knopf, praktisch der Oh, der geht schwer, aber es fühlt sich irgendwie geil an. Also er hat irgendwie einen geilen Druckpunkt. Okay, ich drücke rein, er macht einen Kanal auf. Irgendeiner pustet und entlüftet oder ein bestimmter Anschluss entlüftet? Also der den Master, wenn jetzt alle einen Master-Anschluss haben, dann funktioniert es überall. Also nee, so, Entschuldigung, falsch ausgedrückt, nicht entlüften, sondern kühlen. Genau, also du kannst, wenn du hier kühlst, egal wo du reinpustest, kühlt er, solange es natürlich ein Master-Anschluss ist. Aber du könntest den jetzt auch auf die andere Seite packen. Also es ist nicht so, dass hier die Stelle ist sozusagen, wo der Anschluss neben dran. Okay. Aber Knopf drücken und man braucht den Master-Anschluss. Genau. Ja. Aber den Master-Anschluss hat man ja immer. Ist ja einer immer drin. Einen, ja. Ja, genau. Ja. Okay, cool. Und die kommen dann einfach so, ohne Sleeves, ohne sonst was. Also nicht wie bei Simulation, dass du dann noch X-Blow-Offs, Sleeves und Co. dazu hast? Also da wird es auch Zubehör geben. Okay. Aber in der Standardausstattung kommt die eben so. Ein das sieht hier unten bei der Nut hier so schon so ein bisschen aus, als ob da noch was draufpassen könnte. Tatsächlich ist es so, dass hier der Blow-Off gesteuert wird, also der geht nach unten, du kannst ihn auch nach oben. Mit Umbau? Genau, muss man umbauen. Ja. Okay, cool. Topmodell fängt bei 269 an. Ja. Aber Topmodell beschreibt ja eigentlich schon, da könnte ja noch was drunter kommen. Genau, also so Stimulation liegt ja zwischen 200 und 500 Euro. Die Exclusive-Modelle drüber, aber die normalen Modelle 200 bis 500 Euro. Und hier werden wir dann wahrscheinlich den Markt zwischen 150 und 269 bedienen. Also Made in Germany Pfeife ab 150. Genau, also die Idee ist im Prinzip, das weißt du ja, dass sehr viele Marken in dem Segment, ich will jetzt nicht sagen alle, aber sehr viele sind ja eher aus Asien. Und wir haben einfach so viel Know-how über die Jahre angesammelt, dass wir eigentlich auch attraktive Preise anbieten können in dem Medium-Segment. Natürlich nicht die gleiche Technik wie Stimulation. Als Beispiel, hier ist ein normales Gewinde. Bei uns ist der Klickverschluss. Klickverschluss kostet in der Herstellung ungefähr viermal so viel. Aber wir haben trotzdem die Möglichkeit eben, ja, du warst ja auch bei uns schon, durch Fertigungs-Know-how auch hier einfach in dem Segment, wie wir denken, eine extrem hohe Qualität anbieten zu können. Das ist Ziel der Marke. Krass, stark. Ich bin gespannt, wann wir eine testen können. Vielen Dank, Alex. Bis dann. Bald. Danke dir. Ciao. Und jetzt sind wir noch bei Cäsar, Freunde. Die haben auf jeden Fall einige Bolts mit am Start und auf der Messe gibt es 15%. Ich habe gehört, bei Mose kriegt man sogar manchmal 20. Aber trotzdem, wer sich hier direkt was einpacken will, 15% auf die wunderschönsten Bolts, die es gibt. So, wir sind bei Aeon, Viro und Nevo angekommen. Hier gibt es zwei neue Modelle, über die uns jetzt der Mo alles erzählen wird. Was hast du Feines für uns? Sehr, sehr gerne. Erstmal hallo, schön, dass ihr hier seid. Wir haben zum einen die neue Viro One V3. Wir haben die größte Änderung, ist der Blow-Off. Der ist jetzt oben am Deckel, ist ein Doppeltellersystem prinzipiell mit vielen Kugeln, was natürlich auch garantiert, dass die Chance einer Flutung der Pfeife sehr, sehr minimiert wird. Dann haben wir die Rohre innen deutlich verstärkt, dass das Ganze nochmal ein Stück stabiler, robuster ist. Rauchverhalten generell auch ein bisschen angepasst. Und auf der Unterseite haben wir noch ein kleines Gewinde, falls dann das Akku-Pack für den Nevo kommt, dass das auch direkt ready to go ist. Ja. Und auch designtechnisch halt ein bisschen was angepasst, dass das einfach ein bisschen moderner wieder aussieht. Man sieht, dass es eine neue ist. Man sieht aber auch sofort, dass es eine One ist. Genau, und das war auch das Ziel, was wir verfolgt haben, was wir auch geschafft haben damit. Wir haben ein paar neue Farben. Das Ganze wird jetzt eher schlicht gehalten. Forged Silber ist dazugekommen, Carbon Mint, ein Forged Rosé wird noch kommen. Aber ja, so viel zu der One. Und dann die neue Evoque Pro. Ist ein deutlicher Unterschied zur alten Evoque, finde ich. Vorab, es wird auch ein preislichen Unterschied sein. Die alte Evoque hat 180 Euro für den Endkunden gekostet und wird jetzt für 150 angeboten. Das muss man nochmal sagen. Ihr geht hoch,
verbessert die Feature und ihr senkt den Preis um 30 Euro. Genau, wir konnten im Einkauf ganz klar sparen und das möchten wir dem Endkunden natürlich auch einfach so weitergeben. Ja, wir wollen, dass die Endkunden glücklich sind und können das Produkt halt einfach für 150 anbieten. Und ich finde, dafür ist die Pfeife sehr, sehr gelungen. Und jetzt das neue beste Feature? Ja, um zu purgen einfach, nicht mehr am Schlauchanschluss drehen. Die Endstücke sind jetzt auch in der Base eingelassen, sondern einfach auf den Knopf drücken unterhalb des Schlauchanschlusses und dann kannst du purgen, lässt den Knopf los, ist das ganze System dicht. Geil. Wie gewohnt, also, Schliff. Am krassesten, ganz ehrlich, du hättest eigentlich nichts machen müssen, den Preis um 30 Euro senken und ich wäre schon happy gewesen. Weil selbst für die... Auf jeden Fall. Was ist denn mit der Kleinen? Kommt die Kleine auch nochmal in Pro? Das müssen wir schauen. Wir haben jetzt noch den Restbestand, das ist nicht mehr viel, auf der Messe hier. Ja. Die ist ja auch deutlich günstiger, haben auch einen schönen Messepreis. Und dann müssen wir schauen. Aber ich hätte gern schon eine kleine Variante auch davon. Geil. Was auch noch schön ist, ist ein Zusatzprodukt, was kommt, ein Basecover. Wird mit der Rauchsäule unterhalb verschraubt, dichtet die Löcher ab und wir bringen zwei Varianten. Einmal mit einem Schlauch und einmal mit zwei Anschlüssen. Geil, du kaufst dir eine Vierschlauch und du hast alle. Und wenn du das Cover drauf hast, sieht es so aus, als hättest du niemals eine Vierschlauch gehabt. Geil, okay, starke Idee. Dankeschön fürs Zeigen. Sehr, sehr gerne. Schön, dass ihr hier wart. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, Freunde, aber den Kopf hier, den haben wir schon mal getestet. Und der war schon sehr, sehr wild. Es war nicht der bestperformendste Kopf, aber es war auf jeden Fall mal eine geisteskrank wilde Idee. Und jetzt kommen wir hier hin und dann sehen wir noch diese Dinger hier als Pfeifen. Ich habe noch keine geraucht, aber allein optisch sind die schon geisteskrank wild. Ich hoffe, ich kann sie morgen noch mal rauchen. Aber einfach noch mal als kleinen Ersteindruck für euch. Die Dinger stehen ja auch noch rum und die gibt es in allen möglichen ganz, ganz wilden Designs. Und sowas im Stream-Setup stehen haben wir, glaube ich, auch noch ganz nett. Oder? Freunde, wenn mir auf der Messe nochmal erzählt, hier wird es nichts zu sehen geben und hier wäre so wenig los. Wir waren den ganzen Tag unterwegs für dieses Video und wir haben nicht mal alles in der Ausführlichkeit geschafft, wie ich das gerne hätte. Von Selbstzünderkohle, die tatsächlich schmeckt, über neue Kohleanzünder, neue Pfeifen bei vielen verschiedenen Herstellern und shit tons of neuem Tabak. Und ich konnte nicht mal bei uns eine gemütliche Pfeife rauchen und jedem Hallo sagen. Aber ich hoffe, der Rundgang von der Messe hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt ein paar Eindrücke bekommen, was es hier alles so Neues gab. Und ich hoffe, ihr seid an dem Wochenende auch noch bei uns hier und raucht ein leckeres Köpfchen. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Stream, Video oder spätestens auf der nächsten Messe. Nein, ich bin gar nicht mehr in Übung. Wir sind auf der Shisha-Messe 2024 in Frankfurt heute. Erwartet euch ein Tag voller Aktivitäten, Spaß und Freude. Zusammen mit dem guten Marvin. Hallo. Basti, der Mikrofonhalter. Hallo. Und allen anderen hier. Hallo. Gut,